Ist der Ton okay? Mach in Ruhe. Sehr gut, was für ein tolles Bild. Volles Haus hier in Bremen, so muss das sein. Herzlich willkommen, Bremen. Ja, wir sind heute auf der vierten Station unserer großartigen Tour um die Wahl zum SPD-Parteivorsitz. Und das Wichtigste sind natürlich alle Kandidatinnen und Kandidaten, die hier vorne vor mir sitzen. Begrüßt mit mir heute Abend ganz, ganz herzlich Gesine Schwan und Ralf Stegner. Und gleich direkt daneben Christina Kampmann und Michael Roth. Ebenfalls bitte einen tosenden Applaus für Hilde Mattheis und Dirk Hirschel. Und auch ein herzliches Willkommen Nina Scheer und Karl Lauterbach. Und auch schön, dass ihr heute nach Bremen gekommen seid. Saskia Estens und Norbert Walter-Borjan. Und ein ebenso herzliches Willkommen Clara Geiwitz und Olaf Scholz. Und last, aber not least, Petra Köpping und Boris Pistorius. Ich finde, das geht hier schon mal ordentlich los. Vielen herzlichen Dank. Euch ist vielleicht aufgefallen, dass uns auf der Strecke gerade heute leider krankheitsbedingt ein Kandidat verloren gegangen ist. Der Karl-Heinz Brunner lässt sich krankheitsbedingt leider entschuldigen, grüßt euch aber alle ganz, ganz, ganz herzlich und ist bald wieder mit dabei. Wie schon gesagt, drei spannende und abwechslungsreiche Tourtage liegen bereits hinter uns. Über den Südwesten, die Mitte Deutschlands, haben wir heute den hohen Norden erreicht. Und wenn ich jetzt hier so in die erste Reihe, in die Gesichter der Kandidatinnen und Kandidaten blicke, muss ich sagen, also von Ermüdungserscheinungen kann hier noch längst keine Rede sein. Ganz im Gegenteil, sie werden heute mit all ihrer Kraft und aller Energie hier auf dieser Bühne stehen und sich präsentieren. Denn es geht tatsächlich auch um vieles für Sie. Sie alle wollen Vorsitzende der SPD werden. Und das Tolle dabei, alle Genossinnen und Genossen können darüber mitentscheiden. Also nutzt heute die Gelegenheit, euch ein Bild über die jeweiligen Teams zu machen, hier auf dieser Bühne in Bremen. Und ich freue mich wirklich sehr, dass ihr alle dabei seid, um eure Fragen an die Kandidatinnen und Kandidaten zu stellen. Tja,
Ihr begleitet vielleicht die Team online gleich im Stream, also herzliches Willkommen auch im Stream. Oder aber möchtet unsere Veranstaltung auch im Rahmen der Veranstaltung kommentieren. All das könnt ihr gerne tun unter unserem Hashtag unsere SPD. Also nochmal ein herzliches Willkommen auch alle online, die live dabei sind. Ja, von daher wünsche ich uns einen wunderschönen Nachmittag. Mein Name ist Sophie Marie Heidenreich und ich freue mich sehr, euch heute durch den Nachmittag begleiten zu dürfen. Uns erwartet heute eine faire und vor allen Dingen natürlich auch eine spannende Debatte. Wir haben uns vor Veranstaltungsbeginn auf ganz klare Regeln und auch Redezeitbegrenzungen verständigt. Nicht wundern, deswegen seht ihr hier diese wunderbare Uhr, die entsprechend immer rückwärts läuft und euch transparent zeigt, wie viel Redezeit die einzelnen Teams und Kandidatinnen noch haben. Ich möchte euch ganz kurz den Ablauf der Veranstaltung vorstellen. Im ersten Teil haben alle Teams die Möglichkeit, in kurzen Eröffnungsstatements zu präsentieren. Sie haben dafür 5 Minuten Redezeit. Im zweiten Veranstaltungsteil geht es um die inhaltliche Debatte. Hier werden wir, weil wir doch sehr, sehr viele sind, unsere Teams in 2 Gruppen aufteilen. Da ist wichtig, jedes Team hat jeweils nur 60 Sekunden Zeit zu antworten. Im dritten Teil kommt dann ihr zu Wort. Ihr habt die Möglichkeit, eure Fragen den einzelnen Teams zu stellen. Bitte beachtet auch dabei, dass ihr die Fragen jeweils nur in 60 Sekunden stellen könnt und auch die jeweiligen Teams nur mit 60 Sekunden antworten dürfen. Im letzten und vierten Teil gibt es dann die Möglichkeit, nochmal allen Teams dabei zu lauschen, wie sie auf dem Punkt nochmal klar machen, warum sie SPD-Parteivorsitzende werden wollen. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich freue mich zumindest auf einen sehr, sehr spannenden Nachmittag und eine tolle Debatte mit euch. Bevor wir jetzt aber genau in diese Debatte einsteigen, begrüße ich ganz, ganz herzlich unseren Generalsekretär der SPD, der auch heute extra nach Bremen gekommen ist. Herzlich willkommen, Lars Klingbeil. Vielen Dank, lieber Andreas, liebe Sascha, liebe Genossinnen und Genossen. Mich hat gerade ein Journalist beim Reinkommen gefragt, ob ich eigentlich froh bin damit, wie das jetzt die ersten 3 Regionalkonferenzen gelaufen ist. Und ich will euch ganz offen sagen, ich bin sogar sehr froh, wie das gelaufen ist, weil ich ja doch im Vorfeld so einiges gelesen habe, ob das denn alles funktioniert, ob sich da spannende Leute melden, ob dann auch genug zu diesen Veranstaltungen kommen, ob das auch kontrovers genug wird. Und ich kann euch, nachdem ich jetzt bei 3 Regionalkonferenzen auch dabei war, versprechen, das wird recht unterhaltsam heute Nachmittag und das wird eine tolle Veranstaltung. Und dass wir Stühle reinschleppen mussten gestern in Sachsen-Anhalt, dass wir in Hannover 850 Leute hatten, dass wir in Saarbrücken 700 Leute hatten, dass auch hier der Raum wieder so proppenvoll ist, dass da oben, es tut mir leid, leider einige stehen müssen. Das zeigt ja, wie lebendig diese Partei ist und das zeigt auch, dass der Weg, auf den wir uns gemacht haben, dass wir als Parteispitze bewusst gesagt haben, wir brechen jetzt mal mit den Ritualen der Vergangenheit und wir stellen bei diesem Prozess, bei diesem Verfahren euch, wir stellen die Mitglieder in den Mittelpunkt, dass das genau richtig ist, liebe Genossinnen und Genossen. Und ich bin stolz darauf, dass es so gut funktioniert in der SPD. Wir haben gesagt, wir gehen einen Weg, bei dem ihr als Mitglieder entscheidet, wer künftig die Partei führen wird. Und es haben sich einige auf den Weg gemacht, die sagen, wir trauen uns das zu und die sollen heute Rede und Antwort stellen. Und deswegen ist es wichtig, dass ihr nachher fragt, dass ihr kritische Fragen fragt, dass ihr Dinge loswerdet, die ihr von denen hören wollt, dass ihr auch wirklich nachbohrt und das ist nachher euer Block, den ihr habt. Also niemand soll ihr nachher rausgehen und sagen, ich konnte ja gar nicht hören, was ich hören wollte, sondern ihr habt die Möglichkeit, die Fragen zu stellen. Und am Ende, und das ist mein letzter Punkt, den ich loswerden will, gibt es dann ein Ergebnis. Ihr stimmt als Mitglieder ab und dann gibt es ein Team oder einen Einzelbewerber, die künftig die Partei führen werden. Und dann kommt der eigentlich entscheidende Moment. Dann hat die ganze Partei sich geschlossen, hinter die zu stellen, die gewählt werden. Wer durch 23 Regionalkonferenzen durchmarschiert ist, wer es geschafft hat, am Ende die Mehrheit der Mitglieder hinter sich zu versammeln, wer dann von einem Parteitag gewählt wurde, der hat es verdient, dass sich 100% der Partei hinter diese beiden oder den Einzelbewerber stellen und wir dann zeigen, wir sind eine geschlossene Partei. Liebe
Genossinnen und Genossen, das alles zu organisieren in so kurzer Zeit, das war nicht einfach. Und eigentlich macht man es immer im Schlusswort, aber ich will das jetzt hier zu Beginn auch mal sagen. Mein Team im Willy Brandt-Haus und Sascha, die SPD hier in Bremen, die haben es wirklich geschafft, innerhalb kürzester Zeit eine solche Veranstaltung zu organisieren. Und deswegen ein großer Dank an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das organisiert haben. Vielen Dank, dass ihr das an einem Sonntag macht. Ihr seid wirklich klasse und wir sind stolz, dass wir euch haben. Und jetzt, liebe Genossinnen und Genossen, darf ich Sascha Orlepp, eure Landesvorsitzende, auf die Bühne bitten, die auch noch ein bisschen Fragen beantworten wird, mit der ich ein bisschen talken will. Ein herzlicher Applaus für eure Landesvorsitzende. Liebe Sascha, drei Fragen von mir. Erzähl doch mal ganz kurz den Gästen hier, was du erwartest vom heutigen Nachmittag. Wie bist du heute hergekommen und worauf freust du dich am meisten? Ja, lieber Lars, herzlichen Dank und ein ganz, ganz herzliches Willkommen auch erstmal von mir hier für die Bremer, für die Bremerhavener SPD. Ich habe Genossinnen und Genossen gesehen aus dem ganzen Bundesland. Ich habe auch einige gesehen, die noch nicht Mitglied in unserer schönen Partei sind. Wer jetzt eintritt, kann auch noch mitentscheiden. Also fühlt euch frei. Unser Landesgeschäftsführer hat mit Sicherheit Aufnahmeformulare dabei. Ich freue mich riesig, dass wir hier im Bürgerzentrum in der neuen Fahr sind. Hier gehört die SPD hin, in die Bürgerhäuser, bei den Menschen vor Ort und zwar bei denjenigen, für die wir Politik machen und gestalten wollen. Und alle Bewerberinnen und Bewerber, die hier sitzen, die ich auch noch mal ganz herzlich willkommen heiße, die sind dafür angetreten, für die Menschen in unserem Land sozialen Zusammenhalt zu organisieren. Das finde ich super, das finde ich klasse. Und ich freue mich deswegen auf eine spannende Diskussion und das ist das, was ich hier heute erwarte. Ich bin mir sicher, dass wir das hier in Bremen hinkriegen. Wir sind eine diskussionsfreudige Partei, das wissen alle, die hier sitzen und da freue ich mich drauf. Vielen Dank und sag doch noch, was erwartest du von der künftigen Partei? Stopp, wir lassen jetzt die Vorsitzende reden. Was erwartest du von der künftigen Führung der Partei? Ich habe ja gerade schon gesagt, sozialen Zusammenhalt wollen wir organisieren und ich bin total froh, dass alle diejenigen, die Genossinnen und die Genossen, die hier antreten, um Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands zu werden, für sich klar haben, mit uns allen gemeinsam, dass die SPD unterscheidbar sein muss, dass die SPD klar für ihre, für unsere gemeinsamen Ziele stehen muss und da auch mal klare Kante zeigen und deutlich machen, für welche Menschen wir Politik machen, wo wir stehen, aber eben auch klar machen, was mit uns nicht zu machen ist, dass wenn jemand sagt, wir müssen über alle Themen reden können und dürfen uns nicht den Vorwurf einhandeln, da in trüben, braunen Gewässern zu fischen, das erwarte ich von der SPD, dass wir sagen, nein, es gibt No-Gos für uns, wenn jemand rechtsextrem ist, wenn jemand nationalistisch Ausgrenzung, Hass und Hetze haben in der SPD keinen Platz und dafür stehen wir alle. Liebe Sascha, vielen Dank für die klaren, deutlichen Worte. Danke, dass wir heute hier sein dürfen. Dein Applaus und jetzt sind die Kandidierenden dran. Ja, euch eine schöne Veranstaltung. Ja, vielen herzlichen Dank, Sascha Caroline Aulep und Lars Klingbeil. Und wie bereits angekündigt, starten wir jetzt mit den Eröffnungsstatements der jeweiligen Teams. Und auch da habe ich ja schon gesagt, gelten die Regeln, die wir vorher vereinbart haben. Das bedeutet, jedes Team hat für sich 5 Minuten Redezeit. Und die Reihenfolge der Redenden haben wir vor Beginn der Veranstaltung hinter der Bühne ausgelost. Ja, und heute hat die Nummer 1 gezogen, unser Team Gesine Schwan und Ralf Stegner. Bitte, euer Eröffnungsstatement. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, das ist eine tolle Sache für den Parteivorsitz der SPD zu kandidieren. Das ist eine tolle Partei, die vieles geleistet hat, auch mehr stolz darauf sein könnte, was sie geleistet hat. Aber zu unseren 430.000 Mitgliedern passen so gar nicht die Umfragen, die wir haben, die Wahlergebnisse, die wir erzielen, wie wir selber auftreten und wie andere mit uns umgehen. Und deswegen müssen wir wieder zeigen, was in uns steckt und zeigen, wofür die SPD steht. Das muss klar sein. Da geht es ums Programm. Wir müssen immer die Partei der guten Arbeit sein, auch in der digitalen Arbeitswelt, starken Gewerkschaften und Flächentarifverträgen. Wir müssen immer die Partei sein, die für einen starken Sozialstaat steht, wo man sich kümmert um die Menschen, die Hilfe brauchen, mit solidarischer sozialer Sicherung und mit öffentlichen Gütern, die auch in öffentlicher Hand sind und nicht privaten Renditeinteressen unterliegen. Wir müssen immer die Partei sein, die für Verteilungsgerechtigkeit sorgt. Ja, die mit den höchsten Einkommen und Vermögen müssen mehr bezahlen mit einer Vermögenssteuer, auch mit einer höheren Einkommenssteuer. Das gehört dazu.
Wir müssen diejenigen sein, die den ökologischen Umbau, der notwendig ist in unserem Land, organisieren, aber so, dass das nicht die Verbraucher bezahlen oder die mit den niedrigen Einkommen, sondern dass das sozial gerecht dabei zugeht. Wir müssen diejenigen sein, die für mehr Demokratie immer stehen, überall, auf allen Ebenen, von der Kommune bis zum Bund. Und wir müssen diejenigen sein, die aus ihrer Geschichte wissen, dass wir niemals zulassen dürfen, dass die rechten Nationalisten, die völkischen Rechtsextremen was zu melden haben. Wir dürfen erst wieder ruhen, wenn wir wieder raus sind aus dem Parlament. Das ist unsere Aufgabe. Da müssen wir in der ersten Reihe stehen. Und um das alles zu machen, muss man mit Klartext, mit Selbstbewusstsein reden, muss man dafür sorgen, dass unsere Partei wieder für das leidenschaftlich kämpft, was wir richtig finden. Es geht nicht darum, heute besonders links zu reden hier, sondern es geht darum, am Ende das zu machen, was wir beschlossen haben. Viele glauben ja, dass der Humor mein hervorstechendstes Merkmal sei. Das stimmt gar nicht. Ich komme von der Küste. Was noch entscheidender ist, ist die Standfestigkeit. Wir müssen nicht anderen gefallen wollen, sondern Gesine und ich wollen gemeinsam die Partei dahin führen, wo sie wieder hingehört mit ihren 430.000 Mitgliedern, nämlich vorne mitzubestimmen, zu zeigen, wir machen das Leben der Menschen besser. Und wir glauben, dass wir das sehr gut und sehr glaubwürdig machen können, weil wir eben nicht danach geguckt haben, wie wir anderen gefallen, sondern weil wir für das immer konsequent eingetreten sind, auch wenn der Wind von vorne kam, wofür wir hier gestimmt haben. Und wir haben, wenn es hart wurde, freundlich argumentiert. Also ihr könnt euch auf uns verlassen, wir sind standfest. Ihr könnt euch auch auf uns verlassen, weil wir diese Partei geistig erneuern wollen. Es geht nicht nur um Strukturreformen. Ich glaube, Strukturreformen sind ganz wichtig. Aber was lebendig macht, ist der Geist. In dem Wort Begeisterung steckt Geist. Und was heißt das konkret, geistig erneuern? Es sind nicht unbedingt neue Ideen, wir haben einen Haufen Ideen. Es geht darum, dass wir wieder unseren gemeinsamen Kompass finden. Und zwar wirklich durch Diskussionen erarbeitet, nicht irgendwie oktroyiert von oben. Wir müssen uns zusammenfinden in diesen Grundwerten als unserem gemeinsamen Kompass. Und die müssen auch erkennbar sein in unseren Politiken. Sowieso in der Sozialpolitik, aber auch in einer solidarischen Europapolitik, auch in einer Flüchtlings- und Migrationspolitik, auch in einer Entwicklungspolitik, auch in einer Sicherheitspolitik. Da müssen wir erkennbar sein, sodass die Menschen wissen, nicht nur wofür wir stehen inhaltlich, sondern was wir wirklich gemeinsam wollen. Und diese geistige Erneuerung heißt dann, dass wir als Parteivorsitzende zusammenführen müssen. Sowohl menschlich als auch in den Themen. Wir wollen zusammenführen, wir wollen integrieren. Auf diese Weise können wir wieder nach außen klar ein Profil haben. Und der nächste Punkt bei diesem klaren Profil ist, dass wir das Vertrauen der Kolleginnen und Kollegen und der Wählerinnen und der Wähler wiederfinden. Dieses Vertrauen verlangt, dass wir nicht einfach fordern Einheitlichkeit der Partei, sondern dass das durch Diskussionen, durch Lebendigkeit herbeigeführt wird. Das ist sehr wichtig. Wir haben den Ruf, eine graue bürokratische Partei zu sein. Das sind wir nicht. Wir müssen aber mehr diskutieren. Und der nächste Punkt ist, dass eine solche Partei und auch eine Parteiführung diese Partei wieder als glaubwürdig und als zu wählen darstellen kann, wenn sie unabhängig ist von der Regierung. Wie immer wir zur Großen Koalition stehen werden, wir halten es für notwendig, dass eine Parteiführung nicht zugleich Mitglied im Kabinett ist in der Gegenwart. Wir müssen unabhängig sein davon. Und wir müssen loyal sein, wir müssen nicht irgendwelche Effekte machen, aber wir müssen unabhängig unser Profil zeigen, denn man kann nicht gleichzeitig den Kompromiss einer Regierung existenziell verteidigen und zugleich sagen, aber eigentlich sind wir eine ganz andere Partei. Das ist uns wichtig. Also zusammen sind wir dafür, dass wir für geistige Offenheit sind, dass wir uns geistig erneuern, dass wir zusammenfinden freiwillig, dass wir in Diskussionen sind, dass wir lebendig sind und dass wir unabhängig sind. Ich glaube, dadurch können wir Vertrauen erwerben für die Partei und wir bitten um euer Vertrauen. Herzlichen Dank. Ich begrüße jetzt mit mir gleich unser zweites Team für den heutigen Abend, Christina Kampmann und Michael Roth. Dankeschön. Ja, moin Bremen. Wir sind Christina und Michael und manche sagen, das klingt für Sie wie ein Schlagerduo. Wir sagen, das klingt wie ein extrem motiviertes Team, das sich heute bei euch für den Parteivorsitz bewerben will. Liebe Genossinnen und Genossen, genau dafür haben wir in den vergangenen Wochen hart gearbeitet.
Wir waren die Ersten, die das Ende der schwarzen Null gefordert haben, weil wir sagen, wir brauchen mehr Investitionen in bezahlbaren Wohnraum. Wir brauchen mehr Investitionen in die digitale Infrastruktur. Und wir müssen mehr gegen Kinderarmut tun, denn dass es in unserem Land so viele arme Kinder sind, das ist eine Schande, liebe Genossinnen und Genossen. Und wir wollen, dass Frauen in diesem Land endlich für die gleichwertige Arbeit genauso viel verdienen wie Männer. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich möchte nicht mehr jedes Jahr zum Equal Pay Day auf die Straße gehen und wieder beklagen, dass der Lohnunterschied immer noch bei 21% liegt. Wir möchten diese Lohnungleichheit nicht nur transparenter machen, sondern wir wollen, dass diese Lohnlücke geschlossen wird. Und das wollen wir mit euch gemeinsam machen. Liebe Genossinnen und Genossen, die SPD ist ja sowas wie der Claudio Pizarro der Parteienwelt. Wir sind nicht nur die Ältesten, sondern immer dann, wenn wir auf dem Platz stehen, dann kämpft niemand mit so viel Leidenschaft für unsere Sache. Und das wollen wir mit euch zusammen wieder machen. Unsere Partei, unsere SPD wieder zu einer starken und zu einer mutigen Kraft für dieses Land machen. Herzlichen Dank. Kürzlich kam ein Genosse auf uns zu und sagte: Christina und Michael, übertreibt es mal nicht mit eurer guten Laune, die Lage ist ernst. Genossinnen und Genossen, wir versprechen euch, dass wir auch weiterhin gut gelaunt und fröhlich durch die Welt gehen. Wir gucken nicht nur in den Rückspiegel, wir haben Lust auf Zukunft. Wir reden auch nicht ständig nur darüber, was schiefläuft und was misslingt. Wir sind ins Gelingen verliebt und genau mit dieser Haltung haben wir stets Wahlen gewonnen. Ich 6-mal hintereinander meinen nordhessischen Wahlkreis. Und wie kann die SPD wieder stärker werden? Wenn wir eine Partei werden der Geschlechtergerechtigkeit, wir müssen wieder glaubhafte Angebote machen, vor allem für Frauen und für jüngere Frauen. Die wählen uns nämlich kaum noch. Das heißt, Schluss mit dem Ehegattensplitting, her mit dem Familiensplitting, einen entschiedenen Kampf gegen Sexismus und vor allem auch ein Paritätsgesetz im Bund. Wenn ihr uns wählt, liebe Genossinnen und Genossen, geht ihr ein Wagnis ein. Das Wagnis eines echten Aufbruchs. Wir sind das jüngste Team hier vorne auf der Bühne. Und wir wollen bleiben. Wir haben nämlich schon genügend Ex-Vorsitzende. Und wir wollen mit euch gemeinsam älter, reifer werden. Vor allem aber auch wieder erfolgreicher, selbstbewusster und stärker. Und lasst uns anständig miteinander umgehen. Und lasst uns zusammenhalten. Dieses Land, unsere Partei, vor allem aber auch Europa. Vor euch stehen sozialdemokratische Europäerinnen und Europäer. Diese SPD ist die Europapartei. Und das verpflichtet uns. Wir leben in verdammt gefährlichen Zeiten. Die Demokratie steht unter Druck, das Autoritäre wächst überall in der Welt. Und es ist gut, dass wir uns darüber empören. Aber liebe Genossinnen und Genossen, das reicht nicht. Die einzige Sprache, die die Trumps, die Putins und die Bolsonaros verstehen, ist ein Europa, das zusammenhält, das mit einer Stimme spricht, das den Frieden, die Demokratie, die Rechtsstaatlichkeit verteidigt. Unsere Antwort auf Donald Trump sind die Vereinigten Staaten von Europa. Das ist das Bollwerk für den Frieden, gegen die Rassisten, gegen die Nationalisten, gegen einen ungezügelten Kapitalismus. Christina und ich, wir stehen heute hier, weil wir dafür sorgen wollen, dass diese großartige SPD wieder zur Heimat der Weltverbesserer und der Mutmacherinnen wird. Und dafür bitten wir euch um eure Unterstützung. Vielen Dank. Ich bitte jetzt unser drittes Team auf die Bühne, Hilde Mattheis und Dirk Hirschel. Danke. Bitte. Liebe Genossinnen und Genossen, ich bin seit 30 Jahren
Gewerkschaftler und Sozialdemokrat. Und das hat für mich immer untrennbar zusammengehört. Partei der Arbeit waren wir mal, müssen wir wieder sein. Und das heißt konkret, wir brauchen Tarifverträge für alle in diesem Land. Das muss der sozialdemokratische Anspruch sein. Wir brauchen einen Mindestlohn von 12 Euro, um den immer noch existierenden Niedriglohnsektor endlich auszutrocknen. Und wir müssen die sozialen Berufe aufwerten in diesem Land. Die Berufe, die Tätigkeiten mit der größten Verantwortung sind doch die Berufe, wo Kinder erzogen werden und wo Kranke gepflegt werden. Und wir reden ja viel über Leistung in diesem Land. Und da muss man doch mal klar sagen, eine Krankenschwester, eine Altenpflegerin, die leistet doch verdammt mal mehr als alle Investmentbanker dieser Republik zusammen. Und was die Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik anbelangt, möchte ich hier mal ein großes Lob an die Bremer Sozialdemokraten aussprechen. Ihr habt in eurem Koalitionsvertrag Rot-Rot-Grün wirklich eine herausragende Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik reinverhandelt. Das ist Sozialdemokratie pur. Ihr stärkt Tarifverträge, ihr stärkt sie politisch und ihr führt einen Landesmindestlohn ein. Und das ist richtig klasse und dafür möchte ich mich nochmal bedanken. Das ist richtungsweisend. Und das Gleiche gilt für das, was ihr unter ökologischer Industriepolitik hier in Bremen versteht. Ich war mal ein paar Jahre lang hier im Aufsichtsrat der Bremer Hütte. Und ihr seid gerade auf dem Weg, euren Stahl CO2-frei zu produzieren. Und das finde ich richtig klasse. Und ihr investiert in Energiespeicher, ihr investiert in Wasserstoff. Und das sind öffentliche Investitionen in den Klimaschutz. Und das ist richtig gut, dass ihr das macht, aber klar ist natürlich auch, das geht nur, wenn man das entsprechend öffentlich finanzieren kann. Das heißt, das geht nicht mit Schuldenbremsen und das geht nicht mit schwarzer Null. Und deswegen ist das Bremer Beispiel auch ein gutes Beispiel dafür, dass eine grüne Null allemal besser ist als eine schwarze Null. Liebe Genossinnen und Genossen, ihr werdet uns beweisen, dass Rot-Rot-Grün klasse ist und dass Rot-Rot-Grün bei Rot-Rot-Grün die SPD gewinnt. Das werdet ihr in den nächsten Jahren beweisen. Und wir, Dirk Kirschel und ich, wir haben in den letzten Jahren immer gesagt, in der Großen Koalition werden wir nicht gewinnen. Und das ist auch unsere Überzeugung jetzt. Eine große Koalition verwischt das Profil der SPD. Zu viele Kompromisse von Kompromissen von Kompromissen müssen wir eingehen. Wir sind doch die Partei für soziale Gerechtigkeit, Solidarität, Freiheit und Frieden. Und wir haben uns ein Stück weit von unserem eigenen Anspruch entfernt. Deswegen brauchen wir wieder eine gute sozialdemokratische Erzählung, so wie ihr es jetzt hier in Bremen vorhabt. Eine sozialdemokratische Erzählung von A bis Z, von Arbeit über Daseinsvorsorge. Privat darf nicht alles sein, ein starker Staat und nur ein starker Staat kann für Teilhabe sorgen. Wir wollen eine Bürgerversicherung und das darf keine Luftblase, eine Sprechblase bleiben, sondern wir wollen sie verwirklichen. Wir wollen doch bitteschön Waffenexporte kontrollieren. Das darf doch nicht nur auf unserem Papier stehen, sondern wir wollen es umsetzen. Wir wollen eine Flüchtlingspolitik, wo unsere Menschenrechte, das, was wir in uns tragen, was uns ausmacht, was unsere DNA der Partei ist, doch auch zeigen können, das alles. Den Anspruch müssen wir wieder haben an uns. Wir zwei, Dirk und ich, stehen dafür. Und das unterscheidet uns auch ein Stück weit davon, weil ich finde es gut, wenn viele von Gerechtigkeit und Abschaffen der Schuldenbremse jetzt mit uns reden und es auch wollen. Wir haben dafür gestimmt. Wir haben in den letzten Jahren genau diese Politik eingefordert. Beim Thema Europa, beim Thema Schuldenbremse,
beim Thema Asylpolitik. Alles das. Vielen Dank. Und ich bin überzeugt, nur auf diesem Weg, so, danke, wenn wir uns auf diese inhaltlichen Punkte wieder einigen, können wir auch wieder glaubwürdig werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt bitte ich unser Team 4 für heute auf die Bühne, Nina Scheer und Karl Lauterbach. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, ich trete mit Karl an für den Parteivorsitz, um unsere SPD viel stärker sozial-ökologisch auszurichten. Wir brauchen eine SPD, die das Bollwerk für sozial-ökologische Wende ist. Wir müssen das Original sein, wenn es um Klimaschutz geht, wenn es um Energiewende geht, aber auch um die Agrarwende. Und wir können das, weil unsere Gründe, Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität, das sind die Grundlagen für eben diese Ziele. Wir können nicht den Klimawandel verschieben oder warten lassen, wenn wir sehen, dass damit Ernteausfälle verbunden sind, Fluchtursachen verbunden sind. Die zentralen Gerechtigkeitsfragen der Zeit sind diese Fragen. Klimaschutz, Energiewende und Agrarwende und alles, was um den Ressourcenschutz, mit dem Ressourcenschutz verbunden ist. Und wenn wir uns eben jetzt anschauen, was ist beim Klimaschutz? Wir hinken hinterher. Wir können unsere Klimaschutzziele, wie sie im Koalitionsvertrag für 2020 verankert sind, können wir nicht erreichen. Und warum nicht? Weil wir uns nicht einigen können in der Großen Koalition. Dabei, wir müssten als SPD ganz klar sagen, dass das geht, dass das Arbeitsplätze schafft, dass das die Chancen sind in unserer Gesellschaft, wenn wir die Energiewende einleiten und wenn wir massiv, ohne zurückzuschauen, für diese neuen Arbeitsplätze kämpfen. Denn wir brauchen die Menschen in diesen Zukunftstechnologien. Deswegen dürfen wir auch keine Angst haben vor diesem Wandel. Zudem müssen wir bei der Energiewende auch schauen, was ist bisher passiert. Wir haben in den letzten Jahren leider Mengenbegrenzungen geschaffen. Dabei brauchen wir Ausbauförderung. Wir haben also genau das Gegenteil dessen gemacht, was wir brauchen. Das war eine Handschrift der Großen Koalition, leider mit uns. Das muss Schluss sein. Wir müssen erkennen, dass wir die Ausschreibungen, die eingeführt wurden, dass die kontraproduktiv waren. Es wurde gesagt, dass die Preise senken. Aber das Gegenteil ist passiert. Wir haben jetzt bei der letzten Ausschreibungsrunde sogar 16% Preissteigerung. Das hat man leider vorher sehen können. Es sind Akteure verloren gegangen. Es sind immer weniger, die da mitmachen. Und dabei gerade hier in der Region weiß man das doch. Wir haben hier 4.000 Arbeitsplätze geschaffen mit 120 Unternehmen, die sich hier in der Energiewende schon zu Hause fühlen. Die sind vakant, diese Arbeitsplätze, wenn wir nicht endlich wieder Kurskorrekturen vornehmen, uns ganz klar auf Energiewendebeschleunigung setzen, statt auf Energiewendebremse. Wir haben wenig Zeit. Ich gebe weiter an Karl. Ich möchte aber trotzdem dazu noch einen ganz klaren und offenen Satz sagen. Wenn wir das, was Nina hier fordert, also dass wir wieder die führende Partei für bessere Umwelt, für Energiewende, für Umweltschutz und gegen den Klimawandel sind, dann verlieren wir eine ganze Generation. Diese Menschen werden uns niemals mehr wehren. Wenn unsere eigenen Kinder gegen unsere Politik auf die Straße gehen, in der Zeit, wo sie erstmalig über Politik nachdenken, das wird uns niemals verziehen. Daher habe ich auch meistens gute Laune. Aber wenn ich sehe, dass nur 5% der jungen Leute glauben, dass wir die Antworten für die Zukunft noch haben, dann brauchen wir eine drastische Wende. Für diese Wende steht niemand in dem Bereich klarer als Nina Scheer. Daher bin ich dankbar, mit ihr kandidieren zu dürfen. Wofür ich selbst stehe, ist wahrscheinlich meistens hier bekannt. Ich beklage seit Jahren, dass wir gute Konzepte haben und wir wissen auch die Antwort. Wir wissen zum Beispiel, dass es falsch ist, dass wir Kinderarmut zulassen. Wir wissen, dass die Kindergrundsicherung die Antwort wäre. Wir wissen, dass es falsch ist, dass wir eine ausgeprägte Zweiklassenmedizin haben. Und wir wissen auch, dass die Bürgerversicherung die Antwort wäre. Wir wissen, dass Hartz IV eigentlich diejenigen, die Arbeit suchen, heute nur bestraft, aber für den Arbeitsmarkt nichts bringt. Die Antwort wäre, wir müssen es abschaffen.
Wir wissen, dass die Verteilungsfrage ungelöst ist, dass die Reichen immer reicher werden, die Armen bauen kein Vermögen auf, leben kürzer und bekommen eine Rente, die klein ist für geringe Zeit. Wir wissen, dass wir dafür eine Rente im Alter brauchen, die bedürfnisprüfungsunabhängig ist und von der man überall gut leben kann. Wir wissen all das. Aber jeder, der hier im Saal ist, der weiß auch, dass wir nichts davon jemals in der Großen Koalition umsetzen können. Niemals. Und daher sage ich ganz klar, die Idee, dass wir jetzt noch mal 2 Jahre lang brav in der Großen Koalition weiterregieren und dann all dies fordern in den Wahlkämpfen, dass wir dann kommen, das wollen wir jetzt alles machen, das glaubt uns niemand. Wir müssen raus aus der Großen Koalition. Wir müssen die linksgrünen Mehrheiten erkämpfen. Wir müssen nicht für sie bereit sein. Das ist unsere Aufgabe. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, begrüßt jetzt mit mir unser Team 5 für den heutigen Abend, Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Entschuldigung. Ja, liebe Genossinnen und Genossen hier in Bremen, Norbert hier an meiner Seite, der kommt aus NRW und der sammelt CDs, Steuer-CDs. Und ich finde, er steht damit wie kein anderer für Steuergerechtigkeit und Steuerehrlichkeit und er stellt auch wie kein anderer die Verteilungsfrage in den Mittelpunkt. Und ich, für mich war das eine wichtige Grundlage, ein wichtiger Grund, ihn anzurufen und ihn zu fragen, ob er mit mir gemeinsam für den Parteivorsitz kandidiert. Und er hat Ja gesagt. Ja, und neben mir steht Saskia Esken, die kommt aus dem nördlichen Schwarzwald. Und die steht auch für ein gerades Kreuz, das sie schon oft bewiesen hat. In der Digitalisierung, in der Netzfreiheit und auch gegen rechts. Sie ist im Kreistag, sie ist im Bundestag. Und ich finde es schön, dass wir schon oft zeigen konnten, dass wir auf Augenhöhe, dass wir gemeinsam, dass wir gleichberechtigt nicht nur zusammenarbeiten, sondern auch diese Partei führen wollen. Liebe Bremerinnen und Bremer, liebe Genossinnen und Genossen, wisst ihr, was mich am meisten umtreibt? Das ist, dass über ein Drittel der Menschen sagt, dass sie politisch der Sozialdemokratie am nächsten stehen. Und dass ich dann gucke und die Wahlergebnisse geben nicht mal die Hälfte her. Ich finde, da muss man sich überlegen, das sind alles Sozialdemokraten vom Herzen, aber sie sehen das Herz der Sozialdemokratie nicht mehr in unserer Partei. Und deswegen finde ich, wir müssen uns in so einer Situation doch sagen, wenn uns das Wasser bis zur Hüfte steht, um es mal gelinde auszudrücken, dann müssen wir vielleicht auch mal sagen, dann ist Selbstbegeisterung alleine nicht der Weg, wieder ans Land zu kommen. Sondern dann müssen wir uns auch sagen, wir brauchen unsere Kräfte, wir brauchen gemeinsame Kraftanstrengungen, wir brauchen auch Freunde und wir brauchen vor allen Dingen auch einen Blick darauf, wo wir denn eigentlich vom Weg abgekommen sind. Und ich finde, das sind Dinge, über die wir reden müssen, damit wir wieder auf den richtigen Weg zurückkommen und damit wir unsere Kräfte wieder bündeln. Norbert sagt, viele Menschen haben noch Hoffnung und Vertrauen in die Sozialdemokratie, aber nicht mehr in die SPD. Diese Menschen, die hoffen auf Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit, denn nur diese Werte sozusagen, diese Grundwerte, die ja eigentlich unsere Grundwerte sind, die geben ihnen Zuversicht für ein gutes Leben, für ein Leben, das sie auch souverän selbst gestalten können. Und zu dieser Zuversicht gehört ein Sozialstaat, der mich auffängt, wenn ich zu fallen drohe. Und wir haben es aber leider zugelassen, liebe Genossinnen und Genossen, dass dieser Sozialstaat in Teilen zu einer Bedrohung geworden ist. Und ich glaube einfach, wir müssen uns diese Geschichte abschließen, wir müssen Hartz IV überwinden und wir müssen wieder dafür sorgen, dass der Sozialstaat den Menschen Sicherheit gibt. Norbert und ich, wir haben zusammen, nein, nicht wirklich zusammen, aber zusammen gezählt 7 Kinder und wir haben natürlich die Hoffnung gehabt und wir konnten das auch ein Stück weit verwirklichen, dass es unseren Kindern besser geht, als es uns ging in der Kindheit und in der Jugend. Und so war doch mal ein Versprechen der Sozialdemokratie auch, unseren Kindern wird es mal besser gehen. Wir wollen, dass die Sozialdemokratie dieses Versprechen auch wieder wiederholt, erneuert. Und deswegen ist Kinderarmut, ist schon oft gesagt worden, wirklich eine Schande für dieses Land.
Und jetzt will ich noch was zum Wandel sagen, der digitale Wandel insbesondere, der bedeutet nämlich auch Zuversicht, aber nur dann, wenn ich ihn auch selbst souverän, wenn ich selbst souverän teilnehmen kann. Und dazu braucht es Bildung. Wir brauchen eine Bildung, die zeitgemäß ist, die den Menschen den Rücken stärkt und die auch nicht, natürlich nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängt, vom eigenen Geldbeutel, aber auch nicht vom Geldbeutel der Kommunen. Und deswegen sagen wir brauchen ein Jahrzehnt der Investitionen in den Kommunen, weil die Zukunft nicht von der schwarzen Null abhängen darf. Und es kann auch nicht sein, dass die mächtigsten Gruppen die sind, die das meiste Geld haben und blockieren, dass Erbschaften und das Vermögen in einem angemessenen Teil an dieser Gesellschaft sich beteiligen. Und es kann auch nicht sein, dass Steuerbetrug und Drückebergerei uns am Ende das Geld kostet, was die kleinen Leute, was die Normalverdiener und vor allen Dingen, was die Jungen am Ende schultern müssen. Ihr kennt das doch alle aus euren Bezügen am Arbeitsplatz, in der Bürgerinitiative, in der Gewerkschaft, aber eben auch bei Fridays for Future. Es ist einfach so, dass doch die Bedrohung dieses Planeten real ist. Der Klimawandel ist doch da, den spüren wir doch. Und das ist nicht alles. Es geht auch um das soziale Klima. Es geht um das Klima gegenüber Menschen auch in anderen Ländern der Welt und eben auf dem Rücken der Zukunft. Und lassen wir uns nicht erzählen von irgendwem, dass das uns alles nichts angeht. Wir kriegen keine Sicherheit für uns, wenn wir nicht dafür sorgen, dass es auch eine Sicherheit gibt für die Schwachen hier im Land, in anderen Teilen der Welt und vor allen Dingen, dass wir dafür sorgen, dass auch die Zukunft unserer jungen Menschen noch bestehen bleibt. Vielen Dank. Danke euch. Ja, jetzt bitte ich unser heutiges Team 6, Clara Gabitz und Olaf Scholz, auf die Bühne. Ja, hallo, mein Name ist Clara Geiwitz, ich komme aus Brandenburg. Da gibt es zurzeit noch eine rot-rote Landesregierung und da kann man eine Sache ganz gut lernen. Wer keine Lust hat auf eine GroKo, der braucht eine starke SPD. Das ist das Ziel, was Olaf und ich beide eint. Wir wollen das partnerschaftlich machen, als Mann und als Frau. Eines der großen Themen, was mich umtreibt, ist die Gleichstellung der Geschlechter. Denn es kann nicht sein, dass in Deutschland 2019 eine Mehrheit von Männern die Politik für uns Frauen macht. Eines der wichtigen Projekte, was wir in Brandenburg gemacht haben, wo ich als Innenausschussvorsitzende beteiligt war, war ein Paritätgesetz. Was ist das? Ein Paritätgesetz sagt allen Parteien, wenn ihr kandidieren wollt, dann müsst ihr quotierte Listen haben. Liebe CDU, liebe FDP, auch ihr. Es kann nämlich nicht sein, dass in allen deutschen Landesparlamenten und im Bundestag der Anteil der Frauen deutlich geringer ist als in der Bevölkerung und leider auch in den letzten Wahlen weiter gesunken ist. Da muss Politik aktiv eingreifen, von alleine wird das nämlich nichts. Wir müssen glaubwürdige Politik machen im Bereich der Gleichstellung von Männern und Frauen. Und ich glaube, dieser Prozess, diese unglaublich vielen tollen Teams, die sich heute vorgestellt haben, ist eine Riesenchance für die SPD auch zu zeigen, wir haben tolle Männer, aber wir haben auch vor allen Dingen sehr viele starke Frauen. Und ich habe schon gesagt, wir haben hier ein buntes Team an Leuten, die antreten für den Parteivorsitz, sind sogar zwei Ossis dabei. Aber ehrlich gesagt, wir sind noch immer kein Abbild der deutschen Gesellschaft 2019. Wenn die SPD die Partei sein will, die eine moderne Einwanderungspolitik, die Deutschland als modernes Einwanderungsland gestalten will, dann müssen wir auch mehr Menschen in unsere Parteivorstände setzen, die einen Migrationshintergrund haben. Das ist mir ganz wichtig. Weil meine SPD, das ist keine Partei, die für Menschen Politik macht, für die Arbeiter, für die Frauen, für die Menschen mit Migrationshintergrund, für die lieben kleinen Ossis, sondern meine Partei ist die gesellschaftliche Kraft, die die Leute einlädt und die sagt, wenn du für deine Interessen kämpfen willst, dann sind wir an deiner Seite, wir stärken dich und der beste Weg, deine Interessen durchzusetzen, ist einfach in die SPD zu kommen und mitzumachen. Die Zeiten, in denen wir leben, sind von großen, großen Unsicherheiten geprägt. Sonst könnte man sich nicht erklären, wie es dazu gekommen ist, dass zum Beispiel die Briten sich für den Brexit entschieden haben, dass die Amerikaner den Trump gewählt haben, dass überall in Europa und nicht nur bei uns rechtspopulistische Parteien immer stärker werden.
Wir als Sozialdemokratische Partei müssen dagegenhalten. Wir müssen sagen, auch am Beginn dieses Jahrhunderts ist es möglich, eine solidarische Gesellschaft zu organisieren. Das ist die Antwort gegen das Ressentiment und gegen den Nationalismus. Das gibt es mit der SPD. Und wenn wir das erreichen wollen, dann gibt es zwei Dinge, die ganz zentral sind. Das allererste ist, dass wir uns darüber klar werden, dass der Sozialstaat neben der Demokratie und dem Kampf für die Würde der Arbeit die wichtigste Errungenschaft ist, die wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten hier erkämpft haben. Und der Sozialstaat wird auch für die Zukunft ganz zentral sein. Ich bin vom Beruf ja nicht Bundesminister der Finanzen, sondern vom Beruf bin ich Arbeitsrechtsanwalt. Ich habe über viele, viele Jahre Betriebsräte, Arbeitnehmer und Gewerkschaften vertreten und ich weiß ganz genau, worum es geht, wenn wir über unseren Sozialstaat sprechen. Wir müssen sicherstellen, dass er in einer Zeit, die unsicherer wird, die Sicherheit gibt, die viele brauchen. Neben aller guter Wirtschaftspolitik ist das die Aufgabe, die wir haben. Und deshalb brauchen wir ein gerechtes Land. Und natürlich heißt das, ein gerechter Staat kann nur finanziert werden, wenn diejenigen, die mehr haben, dazu auch einen größeren Beitrag leisten. Und dann gibt es noch eins, was unverzichtbar ist in der Welt, in der wir künftig leben werden und unsere Kinder und Enkel und all diejenigen, um deren Zukunft wir uns Gedanken machen. Wir müssen sicherstellen, dass es ein starkes, ein einiges Europa gibt. Denn in der Welt mit großen Mächten, den USA, mit Russland, mit China, mit Indien, die ganz anders sein wird als die, die wir kennen, wird es uns nur gemeinsam gelingen, das, was uns wichtig ist an Demokratie, an Freiheit, an Sozialstaatlichkeit, an Bildungsstaatlichkeit, in Europa zu verteidigen. Und deshalb muss das Projekt Europa das zentrale Projekt der Sozialdemokratischen Partei für die Zukunft sein. Und dann ist da eine Frage, bei der wir jetzt zeigen müssen, dass wir es ernst nehmen. Denn in der Tat, der Klimawandel, das ist etwas, das menschengemacht ist und das wir als Menschen aufhalten müssen durch gute demokratische Politik. Ja, und unsere Eröffnungsrunde komplettiert jetzt unser siebtes Team, Petra Köpping und Boris Pistorius. Ja, moin, liebe Genossinnen, liebe Genossen, wir freuen uns, dass wir heute in Bremen sein dürfen, denn jede Regionalkonferenz, drei haben wir schon hinter uns, ist wirklich anders. Ich bin Petra Köpping aus Sachsen. Sachsen, ein Bundesland, was in den letzten Wochen ja in die Schlagzeilen geraten ist durch die Wahlergebnisse in Sachsen. Ich kann Ihnen sagen, dass ich in Sachsen viele Jahre lang Bürgermeisterin gewesen bin, viele Jahre Landrätin, im Übrigen für die SPD die einzige Landrätin, die es überhaupt in den letzten 30 Jahren gegeben hat. Und der Boris und ich, wir sind ein Ost-West-Team. Und wir möchten, dass es keine Westpolitik für Deutschland gibt, sondern eine gesamtdeutsche Politik für Deutschland gibt. Deswegen treten wir gemeinsam an. Den Boris habe ich kennengelernt in Mechelen. Mechelen ist eine kleine Stadt in Belgien, eine Stadt, die bis zum Jahr 2000 bekannt geworden ist, durch einen hohen Migrationsanteil, durch eine Stadt, die sehr viel soziale Probleme gehabt hat und die sich im Jahr 2000 einen Bürgermeister, den Bart Somos, gewählt hat, der 2017 Weltbürgermeister geworden ist, weil er diese Stadt in eine attraktive Stadt der Zukunft umgebaut hat. Und wir sind zwei Minister, die einfach gesagt haben, wir fahren dahin und gucken uns das an. Wir wollen das nicht nur hören oder sehen. Und das ist nicht üblich, dass Landesminister, ich bin Landesministerin für Gleichstellung und Integration, zu einem Bürgermeister fahren und haben uns dort vor Ort überzeugt, wie er diese Stadt umgestaltet hat, um da viele Erfahrungen und viele gute Anregungen für uns mitzunehmen. Das zeichnet uns beide aus, dass wir Kommunalpolitiker waren und Politik versprechen, die wir auch halten können. Boris und ich, wir wollen Brückenbauer sein. Brückenbauer in der Partei. Wir wissen alle, was in den letzten Wochen und Monaten teilweise auch in der Partei miteinander, wie wir umgegangen sind, das wollen wir ändern. Wir wollen Brückenbauer sein in die Gesellschaft. Wir wollen Brückenbauer sein zwischen denen, die jung und alt sind, dass da keine Widersprüche sind, sondern dass die Jungen erkennen, dass die SPD einen modernen Sozialstaat für sie vorhält und nicht Sozialstaat abbaut. Wir wollen Brückenbauer sein für Stadt und Land. Das sind die Themen, die wir beide aufgreifen wollen. Ja, vielen Dank, liebe Petra.
Wie gesagt, wir haben uns kennengelernt in Mechelen und das war, wenn man so will, ein politisches Verständnis auf den ersten Blick, nicht was ihr jetzt gedacht habt. Aber wir haben uns von Anfang an gut verstanden und was Petra auszeichnet, ist zum einen ihre Verwurzelung in der Kommunalpolitik, aber auch, dass ihr niemand Vorträge halten muss über den Kampf gegen rechts. Sie steht für den Kampf für Freiheit und soziale Gerechtigkeit. Sie weiß, wie man mit den Herausforderungen eines Strukturwandels umgeht, weil sie ihn in ihrem Bundesland oft genug mitgemacht hat und erlebt und mitgestaltet hat. Und was ich an ihr besonders toll finde, ist, sie strahlt die Freude an politischer Gestaltung aus. Und ich finde, liebe Genossinnen und liebe Genossen, darauf kommt es in diesen Zeiten mehr an denn je. Und wir stehen als jemand, der in der Kommunalpolitik angefangen hat, die Landespolitik gestaltet hat, für Leute, die ihr politisches Gespür entwickelt haben, da, wo die Menschen ihre Probleme wirklich haben, da, wo sie leben. Wir hören zu, wir wissen, welche Probleme sie gelöst haben wollen. Ja, wir sind nicht die Jüngsten in diesem Team. Das stimmt, obwohl man es uns nicht ansieht. Aber fest steht auch, wir sind eben auch nicht in der Bundespolitik zu Hause. Wir kommen aus der Landespolitik und aus der Kommunalpolitik und wir wollen die Sozialdemokratie wieder zu der Kraft machen, auf die die Menschen vertrauen, auf die sie warten, sehnsüchtig warten, weil sie wieder wählen wollen, weil sie Vertrauen fassen wollen in eine Partei, die sich besinnt auf das, was sie immer war. Und damit wir das schaffen, brauchen wir eine Fantasie, die über die bloße Frage hinausreicht, steigen wir ein Jahr früher aus der GroKo aus oder nicht. Die GroKo ist keine Herzensangelegenheit für niemanden von uns, für uns am wenigsten. Und wenn wir aussteigen, dann steigen wir aus voller Überzeugung, dann, wenn mit der Union nichts von dem, was wichtig ist für die nächsten Jahre, mehr gestaltet werden kann. Wir glauben, dass es wichtiger ist, dass wir uns darauf besinnen, was erreicht werden kann. Und wenn das nicht funktioniert, dann sagen wir Tschüss. Aber bis dahin sollten wir wirklich dafür kämpfen, für unsere Überzeugung als Sozialdemokraten, für diejenigen, die das Aufstiegsversprechen wieder wahr werden lassen, von dem meine Brüder und ich profitiert haben. Wir konnten überhaupt nur Abitur machen, weil es das Schüler-BAföG von Willy Brandt gab, liebe Genossinnen und liebe Genossen. Und deswegen greife ich als letzten Gedanken den Gedanken auch nochmal von den Brückenbauern auf. Darüber hinaus brauchen wir eben auch Brücken. Brücken zu den Menschen, die den Glauben an die Politik verloren haben, weil versprochen wurde, was da nicht gehalten wurde. Wir müssen realistisch sein. Die Menschen haben ein Gespür dafür, was wirklich umsetzbar ist. Und sie wissen, dass Politik ein dickes Brett ist. Vielen Dank. Wir werben um euer Vertrauen. Vielen Dank. Ja, ein herzliches Dankeschön unserem heutigen Team 7 und natürlich auch allen anderen Teams, die sich heute mit ihren Eröffnungsstatements hier auf dieser Bühne präsentiert haben. Wir starten jetzt in unseren zweiten Veranstaltungsteil und in diesem Teil werden wir, wie ich das bereits vorhin angekündigt habe, thematisch diskutieren. Hierfür teilen wir unsere heutigen Teams auf in jeweils zwei Gruppen und zwar bitte ich jetzt unser Team 1 bis 4 auf die Bühne und für den zweiten Teil im Anschluss dann später Team 3 bis 7. Auch hier gilt wieder die vorab besprochene Redezeit. Jedes Team kann auf meine Fragen innerhalb von 60 Sekunden antworten. So, die Stühle kriegen wir auch noch arrangiert. Das kriegen wir alles gut hin. Macht euch keine Sorgen. Wunderbar. Alle haben einen Platz gefunden, das ist sehr schön. Ich hoffe, alle haben auch Zugriff auf ihre Mikrofone, das wäre noch besser. Ja, dann lasst uns jetzt in unseren zweiten Veranstaltungsteil starten. Heute geht es um die Themen Arbeit und Wohnen. Und es gilt auch jetzt hier die vorab geloste Reihenfolge. Bedeutet, ich würde jetzt gerne auch mit euch, Gesine, und mit dir, Ralf, beginnen wollen mit der ersten Frage. Und die lautet: Wie verhindern wir, dass sich nur noch einkommensstarke Gruppen attraktive Wohnlagen in den nachgefragten Städten leisten können? In Berlin wird diese Frage zurzeit, das wissen alle, sehr diskutiert und es gibt eine Reihe von Instrumenten im Moment, den Mietendeckel oder auch die Mietenbremse, mit denen man das machen kann. Ich glaube aber, es gibt eine Frage, die wir vorab klären müssen und für die wir unsere Anhängerschaft mobilisieren müssen, nämlich die, dass Wohnungen keine Ware sind, keine normale Ware sind. Das ist der entscheidende Punkt. Sie sind ein öffentliches Gut. Und ich möchte immer wieder betonen, es geht um unseren Kompass.
Und wenn wir so tun, als könnte man da alle Preise, die der Markt erlaubt, für verlangen, dann sind wir auf dem falschen Weg. Wir müssen auf der anderen Seite zum Beispiel auch sehen, dass Wohnungen jetzt der Bereich sind, wo etwa Genossenschaften wieder eine Menge Positives bewirken können. Da haben wir sehr Aktive, die den richtigen Weg finden. Und natürlich müssen wir auch sehen, welche Fehler wir als Sozialdemokraten gemacht haben, weil wir leider die kommunalen Eigentümer privatisiert haben. Das war ein riesiger Fehler, das versuchen wir wieder gut zu machen. Wunderbar, vielen Dank. Und die zweite Frage geht an unser Team Nummer 2 heute, an Christina und Michael. Und zwar, wie wollt ihr die Arbeitnehmerinnenrechte zukünftig weiter verstärken? Ja, dafür müssen wir einiges tun. Wir sehen, ich bin Digitalpolitikerin und wir sehen gerade massive Umbrüche in der Zukunft der Arbeitswelt, wenn es um das Thema Digitalisierung geht. Und wir sagen, genauso wie es in der Industrialisierung war und die SPD gemeinsam mit den Gewerkschaften ganz fest an der Seite der Beschäftigten stand, genauso muss es auch jetzt sein bei den digitalen Umbrüchen. Wir müssen den Beschäftigten sagen, wir kämpfen mit euch, auch in einer digitalen Arbeitswelt, für starke Arbeitnehmerrechte, für soziale Mindeststandards. Das muss die große Aufgabe der SPD sein, deshalb setzen wir uns für ein Recht auf Weiterbildung ein. Und wir setzen uns dafür ein, dass wir wieder kürzere Arbeitszeiten haben, denn ich war Familienministerin und ganz viele Mütter und Väter, ganz viele, die auch ihre Eltern pflegen müssen, die wollen mehr Zeit haben für ihre Familie, die wollen mehr Zeit haben für Hobbys, fürs Ehrenamt, auch fürs Politische. Die Wertschöpfung bleibt aber dieselbe, deshalb wollen wir kürzere Arbeitszeiten statt Arbeitsplatzverluste. Wunderbar, danke. Die nächste Frage geht an Hilde und Dirk. Wie können wir gesellschaftliche Bündnisse zur Lösung der Wohnungsfrage schließen? Ja, wir haben in Berlin ja das beste Beispiel vor Augen. Da gibt es ja viele Bündnisse. Und vor allen Dingen, wir brauchen eine starke kommunalpolitische Anbindung. Wir haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten vieles von dem Wohnbestand verscherbelt, auf den freien Markt geworfen. Wir können wieder anknüpfen an eine Genossenschaftsidee der vergangenen Jahre. Und auch da ist in Berlin und anderen großen Städten schon viel passiert, aber noch nicht ausreichend. Und fehlen in der Regel 100.000 Wohnungen pro Jahr. Viele Menschen sind obdachlos geworden in unserem Land. Davon sind 32.000 Kinder. Das entsetzt mich wirklich an der Stelle am meisten. Das ist richtig, richtig schlimm. Und wir müssen nicht nur die Sozialbindung entfristen, nicht nur für den sozialen Wohnungsbau viele Investitionsmittel einsetzen. Wir müssen auch den Genossenschaftsgedanken wiederbeleben und wir brauchen in dem Zusammenhang auch das Prinzip, Wohnen ist Daseinsvorsorge und kein Wirtschaftsgut. Vielen Dank, Hilde. Und kommen wir zur nächsten Frage an Nina und Karl. Insbesondere junge Menschen können ihr Leben nicht mehr planen, bekommen schlechter eine Wohnung und machen schon von Anfang an ihres Erwerbslebens die Erfahrung von Unsicherheit und Druck. Was wollt ihr dem entgegensetzen? Zunächst einmal ist es ganz wichtig, dass die jungen Leute, die unsere Zukunft sind, die die Arbeit machen sollen in den Städten, auf die wir jeden Tag angewiesen sein werden, Krankenpflegepersonal, Altenpflegepersonal, diejenigen bei der Polizei und bei der Feuerwehr arbeiten, die müssen in den Städten auch leben können, in denen sie arbeiten. Es darf nicht so sein wie in London, dass man anreist, wir haben hier keine Dienstboten, die zu uns kommen. Und daher müssen wir die Wohnungen zur Verfügung stellen. Ich sage es ganz simpel, wir müssen dafür sorgen, die Menschen, die für uns hier hinkommen, die jungen Leute, denen müssen wir die Sicherheit geben, hier könnt ihr leben, ihr seid willkommen, dann kommt ihr auch hin. Das gilt auch für die Fachkräfte. Und ich sage so viel, die Kommunen sind ja dafür bereit. Wir müssen uns hier nicht katholisch machen, dass die Kommunen bereit sind. Aber mit den Schulden, die die Kommunen haben, fehlt das Geld. Das heißt, wir müssen erstmal die Altschulden wegnehmen, damit die Kommunen diese Aufgabe auch übernehmen können. Vielen Dank. In der jetzigen zweiten Fragerunde haben alle Teams die Möglichkeit, auf ihre Vorgängerinnen und Vorgänger zu erwidern. Und auch das machen wir in der ausgelosten Reihenfolge, nur diesmal umgekehrt. Das heißt, ich möchte jetzt Nina und Karl bitten, auf die Statements ihrer Vorgängerinnen und Vorgänger zu antworten. Bitte schön.
Also was richtig erwähnt wurde von fast allen Teams, was ich auch unterstreichen möchte, ist natürlich, dass wir das Primat der Politik wieder zurückgewinnen müssen. Es kann nicht sein, dass Wohnungseigentum darüber regiert, wie Mieten aussehen, ob Wohnraum bezahlbar ist. Deswegen müssen wir sehr wohl einmal daran ansetzen, dass es wieder viel mehr kommunales Wohnungseigentum gibt. Die Privatisierung war eine Sackgasse, es war falsch, das muss man rückgängig machen und darf es auch nicht verschlimmern. Das ist ja immer noch so, dass teilweise in diese Richtung gegangen wird. Und da muss man natürlich auch darauf achten, dass beim Wohnungsbau viel mehr investiert wird, aber eben auch bei dem Wohnungsbestand darauf geachtet wird, dass die Mieten gedeckelt werden. Ich glaube, wir dürfen da nicht ängstlich sein. Es wird ja dann immer wieder die verfassungsrechtliche Keule geschwungen, dass das ja möglicherweise eine Enteignung ist. Ich bin fest davon überzeugt, dass man das machen kann, dass man eine Deckelung braucht, weil sonst geht das als Marktgut nicht mehr, kann man das nicht mehr handhaben. Vielen Dank, Nina und Karl. Hilde und Dirk, eure Erwiderung bitte auf die Statements der Vorgängerin. Ich möchte gerne auf das Thema Arbeitnehmerrechte zu sprechen kommen. Wir haben ja in den 2000er Jahren bekanntlich gewerkschaftliche Handlungsfähigkeit und die Handlungsfähigkeit von Beschäftigten geschwächt. Das darf nie wieder passieren. Und vordringlich ist jetzt zunächst mal, dass wir Tarifverträge stärken in diesem Land. Ihr wisst, dass das, was wir als Gewerkschaften aushandeln, inzwischen nur noch bei jedem zweiten Beschäftigten ankommt. Und da braucht es ein politisches Handeln. Ja, das hilft uns nichts, wenn in Sonntagsreden immer wieder beschworen wird, wie wichtig Tarifverträge sind, dass die ein Fünftel mehr Lohn bringen, dass die mehr Urlaub bringen, dass die mehr Sonderzahlungen bringen, dass die Leute dann weniger arbeiten müssen, sondern wir müssen was tun. Und was kann man tun? Man kann politisch in diesem Land Tarifverträge leichter für allgemeinverbindlich erklären. Das ist in Frankreich gang und gäbe. Ja. Und dann sind wir beim Thema Große Koalition. Das wird mit den Schwarzen nicht funktionieren. Die wollen das nicht. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, wir müssen das zu einem zentralen sozialdemokratischen Projekt in der Arbeitsmarktpolitik machen und das hartstellen in der Großen Koalition. Vielen Dank. Ja, und jetzt Christina und Michael, eure Erwiderung. Mein Rat an uns alle, liebe Genossinnen und Genossen, bei allen politischen Fragen Europa immer mitdenken, auch in der Wohnungsbaupolitik. Ich komme ja viel rum und mein Vorbild ist immer Wien. In Wien sind 1/3 der Wohnungen in staatlichem oder im genossenschaftlichen Besitz. Das funktioniert bestens. 62% aller Wohnungen sind gedeckelt. Liebe Genossinnen und Genossen, was in Wien funktioniert, das kann doch auch in Deutschland funktionieren, wenn wir den Willen dazu haben und wenn wir diesen Schritt auch endlich einleiten. Mein zweiter Punkt, Arbeitsmarktpolitik. Schluss mit der Amerikanisierung unserer Arbeitswelt. Ich erlebe in meinem Wahlkreis zwei Entwicklungen. Da, wo die Gewerkschaften stark verankert sind, wo wir Tarifverträge haben, geht es Beschäftigten und im Übrigen auch dem Unternehmen mit starken Betriebsräten gut. Ich habe bei mir aber auch Amazon und die meinen, durch einen kostenfreien Obsttag für die Beschäftigten Tarifverträge verhindern zu können. Damit muss Schluss sein. Dankeschön. Gesine und Ralf, bitte. Ich will zuerst was zum Thema gute Arbeit sagen. Ich finde, jede Arbeit, die von wem auch immer gemacht wird, muss so bezahlt werden, dass man davon leben kann und eine ordentliche Rente kriegt. Das muss der Punkt sein, wo wir uns auseinandersetzen mit anderen. Das unterscheidet uns von Neoliberalen und anderen. Und zweitens, wir müssen dafür sorgen, dass wir Daseinsvorsorge in öffentlicher Hand haben, am besten in kommunaler Hand. Nicht Heuschrecken, die über Wohnungen entscheiden. Nicht Krankenhäuser, die privatisiert werden. Hans-Jochen Vogel ist kein Jungsozialist und er sagt trotzdem, wir müssen für eine Bodenwertsteuer sorgen, dass einer nicht Millionär wird, wenn er sein Grundstück verkauft und sowas. Wir müssen Spekulation mit Wohnraum unterbinden, auch mit dem Strafrecht, wenn es sein muss am Ende. Wir müssen zeigen, dieser Staat ist handlungsfähig gegen die Egoisten. Der SPD geht es immer schlecht, wenn es den Egoisten gut geht. Der SPD geht's gut? Ja, der SPD geht's gut, wenn wir Gemeinwohl hinkriegen. Wir sagen, nehmt Rücksicht auf die anderen, haltet zusammen. Der Sozialstaat muss wiederbelebt werden in all den Dingen, die wichtig sind für Menschen. Ob Gesundheit oder Pflege oder Arbeit oder Wohnen. Übrigens, Wohnen heißt auch Leben. Das ist auch Heim und nicht nur irgendwas, wo man untergebracht wird. Das müssen wir ändern und das können wir auch ändern. Vielen Dank. Ja, ein herzliches Dankeschön an heute unsere erste Gesprächsrunde. Und ich möchte jetzt unsere zweite Gruppe, Team 5 bis 7, auf die Bühne bitten.
hat jeder ein Mikrofon. Wollt ihr noch? Ja, danke. Bitte schön. Ja, jetzt kriegen auch alle noch ein frisches Glas Wasser, das muss sein. Es ist warm hier drin, ihr sollt auch nicht verdursten. Wunderbar. Vielen Dank an dieser Stelle den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vom Landesverband Bremen, die hier alles so toll auf die Beine gestellt haben. Das ist echt super. Vielen Dank. Auch für euch hier in der zweiten Runde geht es um die Themen Wohnen und Arbeit. Und es gilt auch für euch dasselbe wie für unsere Gruppe 1, dass ihr mit euren Antworten pro Team jeweils 60 Sekunden Zeit habt. Und wir beginnen auch jetzt in der vorab ausgelosten Reihenfolge. Das heißt, ich würde jetzt gerne Saskia und Norbert bitten, folgende Frage zu beantworten. Und zwar, wie kann es der öffentlichen Hand gelingen, die Bodenspekulationen einzudämmen? Das kann sie machen, indem sie erstens schon mal sicherstellt, dass die öffentliche Hand ihre Grundstücke nicht auch noch an Private verkauft. Das ist zu machen und das haben wir in Nordrhein-Westfalen in die Landeshaushaltsordnung geschrieben. Der zweite Punkt, das ist ja schon angesprochen worden. Ja, man kann eine Bodenwertzuwachssteuer machen. Es kann doch nicht sein, dass in Köln beispielsweise, wo ich lebe, in den letzten 10 Jahren in normalen Stadtteilen die Wohnungen doppelt so teuer sind wie vor 10 Jahren, die Mieten mindestens 1,5-mal so teuer sind und die Eigentümer dann noch sagen, guck mal, da ist ja eigentlich die Rendite gesunken. Obwohl die nur ein Siebtel der Zinskosten noch haben, die hatten. Und da muss Staat, da müssen Kommunen die Möglichkeit haben, auf jeden Fall wieder reingrätschen zu können und klar machen zu können, Wohnen ist ein Grundrecht. Ihr seid durch? Wunderbar, vielen Dank. Ja, die zweite Frage geht an Clara und Olaf. Was müssen wir tun, um die Digitalisierung der Arbeitswelt sozialverträglich zu gestalten? Wir müssen als Sozialdemokrat eine Arbeitsmarktpolitik machen, die den Menschen die Sicherheit wiedergibt. Dazu gibt es ganz viele unterschiedliche Maßnahmen. Das eine davon ist ganz klar, wir müssen die Gewerkschaften stärken. Mal eine Frage, wer von euch ist in einer Gewerkschaft? Jo, ich finde, da kann eigentlich noch mehr in einer SPD-Veranstaltung, weil das ist ein wichtiger Punkt. Wir müssen die Digitalisierung und die Änderung der Arbeitswelt ganz stark mit den Gewerkschaften zusammen machen, denn die digitalen Arbeiter dürfen nicht rechtlos sein. Wir müssen auch Modelle der Mitbestimmung im digitalen Arbeitsmarkt schaffen. Der zweite Punkt zur Sicherheit gehört, die sachgrundlosen Befristungen gehören eindeutig abgeschafft. Und wir müssen die Arbeitszeitmodelle flexibilisieren. Das hat Christina ja schon gesagt. Ein ganz wichtiger Punkt und auch ein Erfolg, auf den wir stolz sein können, ist zum Beispiel, dass heute auch wieder das Rückkehrrecht von Teilzeit auf Vollzeit gegeben ist. Das hat die Sozialdemokratie gemacht und das rettet ganz viele Frauen vor der Teilzeitfalle. Vielen Dank. Und jetzt meine Frage an Petra und Boris. Welche Bedeutung hat für euch das Thema Nachbarschaft in eurem politischen Handeln? Das ist ein ganz wichtiges Thema. Ich komme ja aus Ostdeutschland, wie ich vorhin gesagt habe, und Nachbarschaftshilfe, Gemeinwohl, gemeinsam etwas machen, auch Solidarität hat eine große Rolle gespielt. Und durch den Neoliberalismus, den wir in den letzten 30 Jahren erlebt haben, ist das gänzlich verloren gegangen. Wenn man nach Ostdeutschland schaut und fragt, wie man die Staatsform bzw. Demokratie bewertet, dann sagen die Menschen, das ist die beste Staatsform, die wir haben. Demokratie leben bedeutet aber mitmachen. Und dort ist Ostdeutschland noch bei der Hälfte der westdeutschen Bundesländer. Und ich glaube, das ist eine Ressource, eine Reserve, die müssen wir als SPD neu aufschlüsseln. Und deswegen habe ich davon gesprochen, dass wir Brückenbauer sein müssen. Das ist ein Thema, was mir ganz wichtig am Herzen liegt, weil das gerade in Ostdeutschland eine Riesenrolle spielt. Und da müssen wir solidarisch miteinander zusammenstehen. Solidarität neu leben, das ist eine Aufgabe für uns als SPD. Vielen Dank. Ich würde gerne noch einen Satz hinzufügen, weil das ist ja unsere gemeinsame Geschichte mit Mechelen. Die haben das da geschafft, indem sie den Menschen in ihrem Quartier, in den Problemquartieren, eine eigene Identität, ein Zusammengehörigkeitsgefühl gegeben haben. Und das müssen wir in den Städten wieder schaffen. Dankeschön. Ja, heute ist unsere zweite Runde ein wenig kleiner, weil keins nicht dabei ist, aber deswegen geht sie auch schneller vorbei und wir können euch gleich den Publikumsfragen zuwenden. Nichtsdestotrotz natürlich auch euch jetzt die Möglichkeit ist gegeben, den anderen Teams zu antworten und zu erwidern. Wir machen das jetzt wieder in umgekehrter Reihenfolge, das heißt, Petra und Boris können auf ihre Vorredner und Vorredner erwidern. Bitte schön.
Ja, ich will zwei Punkte ansprechen, die mir ganz wichtig sind. Einmal beim Thema Wohnen. Wir reden viel und zu Recht über Mietpreisbremse und Schaffen von Wohnraum in den Städten. Ja, das ist richtig und notwendig, aber davor geschaltet ist ein viel größeres Problem, nämlich wem gehört der Boden? Boden ist nicht, ist unvermehrbar und unverzichtbar. Das heißt, uns muss klar sein, dass wir die Kommunen insbesondere in den Stand versetzen müssen, Bauland zu erwerben. Sie müssen auch die Möglichkeit haben, Baugebote auszusprechen zum Beispiel, um klarzustellen, entweder du baust jetzt selber oder du musst verkaufen, damit wir Wohnraum in den Städten schaffen können. Und das zweite Thema ist das Thema Arbeit. Tarifbindung, haben wir davon gesprochen, ist extrem wichtig. Wir brauchen eine stärkere Tarifbindung, gerade auch in den neuen digitalen Berufen. Wir brauchen aber für diese Berufe auch eine Modernisierung der Mitbestimmung. Mensch, Genossinnen und Genossen, wir operieren immer noch im Wesentlichen von kleineren Änderungen, abgesehen auf den Grundlagen der 70er Jahre. Wir müssen das modernisieren. Das wird eine der zentralen Herausforderungen sein. Dankeschön. Clara und Olaf, eure Erwiderung bitte. Über Wohnungsbau reden reicht nicht. Wohnungsbau muss man auch machen. Und das heißt, zuallererst müssen wir dafür Sorge tragen, dass es wieder sozialen Wohnungsbau im großen Umfang gibt. Das ist in vielen Ländern in Deutschland nicht der Fall gewesen in den letzten Jahren. Wir haben jetzt dafür gesorgt, durch eine Grundgesetzänderung, dass der Bund weiter fördern kann. Aber wenn man sich die Zahlen anguckt, dann sieht man, wenige machen davon Gebrauch, weil das politisch in einigen Ländern gar nicht wirklich gewollt wird. Und deshalb brauchen wir eine große Offensive für den sozialen Wohnungsbau. Die Hälfte aller Haushalte in unseren Städten hat eigentlich eine Berechtigung, da zu wohnen. Und das sagt was aus über die Einkommensverhältnisse, aber auch die Notwendigkeit, das zu tun. Und wo wie in Hamburg zum Beispiel nicht privatisiert worden ist, sieht man, dass der Wohnungsmarkt ein großes öffentliches Angebot hat, fast ein Drittel, genossenschaftlich und staatlich. Und das hilft auch tatsächlich. Aber ich sage ausdrücklich, wir werden auch dafür Sorge tragen müssen, dass in Zukunft weiter Wohnungsbau möglich wird durch neue Bebauungspläne. Denn sonst kann nirgendwo dieser Wohnraum entstehen. Dankeschön. Ja, und natürlich möchte ich auch euch zu Wort kommen lassen. Saskia und Norbert, bitte. Vielen Dank. Ich denke, wir müssen Kommunen befähigen, tatsächlich in den Wohnungsbau wieder einzusteigen. Wir müssen sie aber auch dazu befähigen, Zusammenhalt zu bauen. Denn da, wo Wohnungen vielleicht da sind, da fehlt es an Gründen und an der guten Infrastruktur, um da zu bleiben. Daseinsvorsorge ist also auch ein bisschen Dableibensvorsorge, ja, in den Kommunen, wo man eigentlich gerne leben möchte, aber wo der Bus fehlt und wo der Kindergarten fehlt und wo ich eben zwei Autos brauche, vielleicht eine bezahlbare Wohnung habe, aber zwei Autos brauche, um überhaupt mit der Familie da bleiben zu können. Und das ist die eine Hälfte. Und die andere, die ich ansprechen möchte, ist der digitale Arbeitsmarkt. Das ist ein Arbeitsmarkt, der auch schon vor dem Beginn der Digitalisierung sich verändert hat, nämlich in Richtung Selbstständigkeit. Wir haben neue Formen der Beschäftigung. Wir reden immer wieder von Arbeitnehmerrechten, aber wir brauchen auch Rechte und Möglichkeiten, ihre Rechte zu vertreten für Selbstständige und auch soziale Sicherungssysteme für Selbstständige, damit wir stark sind, auch für alle Erwerbstätigen. Dankeschön. Ja, einen vielen herzlichen Dank an alle und vor allen Dingen auch noch mein großes Lob, dass ihr euch so konsequent an unsere Redezeitbegrenzung haltet. Das ist wirklich super und sehr fair allen Teams gegenüber. Ich möchte euch bitten, dass ihr gleich hier oben seid, denn wir gehen jetzt nahtlos in unseren dritten Veranstaltungsüber. Alle anderen Teams, kommt doch bitte mit nach oben. Wir wollen jetzt gleich mit unserem dritten Teil der Publikumsbefragung beginnen. Ja, und während hier in der Zwischenzeit noch fleißig auf der Bühne arrangiert und umgebaut wird, möchte ich euch darauf hinweisen, dass, wenn ihr noch mehr über die Kandidierenden erfahren wollt, ihr einen Blick in diesen wunderbaren Kandidierenden-Flyer werfen könnt, der hoffentlich auch hier bei euch allen auf den Plätzen liegt. Wenn ihr die nicht findet, findet ihr die draußen auch nochmal am Infostand. Ihr könnt natürlich auch jederzeit einen Blick auf unsere Homepage werfen. Unter unsere.spd.de findet ihr alle notwendigen Informationen zum PV-Neuwahlverfahren und zu allen Kandidierenden, die hier auf unserer Bühne sitzen. Für alle Ungeduldigen gibt es allerdings schon jetzt die Möglichkeit, eure Fragen an unsere Teams zu stellen. Jetzt habt endlich ihr das Wort. Nutzt also die Gelegenheit, euren Teams eure Fragen zu stellen. Und damit möglichst viele in den kommenden ca. 30 bis 45 Minuten auch tatsächlich zu Wort kommen, haben wir auch hier ein paar Regeln aufgestellt.
Die sind wie folgt. Also ich möchte euch bitten, ganz klar eine konkrete, für euch relevante und wichtige Frage zu formulieren und die auch im Idealfall an ein konkretes Team zu richten. Wie auch unsere Kandidierenden hier vorne auf der Bühne habt ihr jeweils Zeit, 60 Sekunden lang diese Frage zu formulieren und an ein Team gerichtet. Und ganz, ganz wichtig ist es auch, dass wir versuchen, möglichst allen hier auf der Bühne sitzenden Teams die Fragen gleichberechtigt zu verteilen. Also wenn ihr merkt, dass ein Team schon zwei Fragen vielleicht hintereinander gestellt bekommen habt, stellt doch eure Frage einfach einem anderen Team, was sich auch über eure Fragen entsprechend freuen würde. Insbesondere möchte ich an dieser Stelle auch die Damen im Publikum ermutigen, ihre Fragen zu stellen. Also ich versuche, Männlein, Weiblein nacheinander jeweils dran zu nehmen. Und dann gibt es hier zwei ganz tolle Kolleginnen und Kollegen. Das ist einmal der Christian und der Georg. Hört man mich noch? Best. Hallo, hallo. Jetzt hört man mich wieder. Wunderbar. Also hier vorne der Christian, auf der rechten Seite der Georg. Winkt nochmal bitte in den Saal, damit euch auch alle sehen. Sehr schön, das ist wunderbar. Und dann würde ich jetzt vorschlagen, auf geht's. Wer hat die erste Frage? Oh Gott, das sind ganz schön viele. Ich fange einfach mal hier vorne mit Ihnen an. Denken Sie bitte, 60 Sekunden Zeit, Ihre Zeit läuft jetzt. Ingrid Peschel, ich gehöre in den Bremer Norden und ich habe eine Frage an unser Dreamteam Gesine Schwan und Ralf Stegner. Was macht ihr, wenn ihr aus der GroKo ausscheiden wollt? Dann wird es Neuwahlen geben und da habe ich also größte Befürchtungen. Also ich will ganz ehrlich sagen, eine Partei, die sich über Koalitionen definiert, macht sich klein. Ich werbe immer nur für die SPD. Und die Frage, ob wir eine Koalition fortsetzen oder nicht, hängt auch nicht an der Buchhalterbilanz, was wir geschafft haben, obwohl unsere Leute vieles durchgesetzt haben, sondern ob in den entscheidenden Fragen mit denen was geht. Kriegen wir ein Klimaschutzgesetz hin, was wirklich sozialverträglich ist? Kriegen wir eine Grundrente hin, die wirklich den Namen verdient? Das brauchen nämlich viele Frauen, die lange gearbeitet haben, schlecht verdient haben. Kriegen wir was hin in Richtung neuer Friedensinitiativen, die dringend erforderlich sind, statt Aufrüstung? Kriegen wir was hin zu mehr Verteilungsgerechtigkeit? Wenn wir das hinkriegen, ja. Wenn nicht, müssen wir in den Wahlkampf gehen, selbstbewusst nur rausgehen, weil es uns schlecht geht. Das ist keine gute Antwort. Und ich habe noch nie gefunden, dass es eine gute Antwort ist, aus was rauszugehen, ohne genau zu wissen, was man dann macht. Das ist für mich sehr, sehr wichtig, denn der entscheidende Punkt ist doch, dass wir das Vertrauen für die SPD zurückgewinnen. Ob wir das wirklich in der Opposition plötzlich zurückgewinnen, da bin ich ganz im Zweifel. Da müssen wir wirklich ein Programm dafür haben. Und ich bin sehr sicher, dass wir aber, wenn wir drin bleiben, unabhängige Parteivorsitzende brauchen. Vielen Dank. Die nächste Frage aus dem Publikum, bitte. Dann machen wir doch gleich hier vorne weiter, bitte. Ja, du kommst gleich dran. Wir haben ganz viel Zeit. Jeder kommt zu Wort. Ja. Darf ich? 60 Sekunden laufen. Ja, ich heiße Frank Pirschke, bin seit 46 Jahren in der Partei und habe schon viel erlebt. Mit Boris Pistorius habe ich im Ring gestanden und Landtagswahlkampf gemacht und ich habe viele Spitzenfunktionäre gehört und habe schon viele Spitzenfunktionäre gehört, die aufgestiegen sind wie Sternschnuppen und deswegen frage ich euch alle, bin ganz unbescheiden, das ist die Frage, ob ihr euch überlegt habt, hinterher in der Partei euch so kraftvoll und kompetent weiter einzubringen, weil das finde ich nämlich heute wirklich beeindruckend, die Geballtheit an Kompetenz und Engagement, auch die Fairness des miteinander Umgehens und das will ich einfach an dieser Stelle mal deutlich unterstreichen und ich fände es toll, wenn ihr alle mit eurer Persönlichkeit und Eigenart, wie auch immer, weitermachen würdet. Vielen Dank. Ich möchte dich bitten, deine Frage einem Team zuzuordnen. Ich weiß, du möchtest von allen, aber bitte ein Team, welches soll für dich antworten? Dann würde ich jetzt gerne Boris. Wir sagen alle ja. Alle ja. Trotzdem ein Statement noch von Boris. Ja, also erstens, das war eben nicht richtig zu verstehen, wir haben nicht im Ring gestanden, sondern im Regen. Also wir haben im Regen gestanden und Wahlkampf gemacht. In der Tat, aber das spielt keine Rolle. Manchmal ist Wahlkampf ja auch wie im Ring stehen und im Regen stehen wir manchmal auch, ja. Also ja, natürlich, wir treten an, das gilt, glaube ich, für alle hier oben. Wir treten ja nicht an, um wieder zu gehen, sondern wir treten an, um zu bleiben. Wir wollen diese Partei voranbringen. Und dafür gilt natürlich auch, egal wer es am Ende von uns wird, dass alle anderen sich dahinter versammeln und nicht sich in den Schmollwinkel zurückziehen. Und das gilt natürlich auch. Und das gilt natürlich auch für die ganze Partei, das gilt auch für euch alle. Lars Klingbeil hat das ja vorhin schön gesagt, wenn wir rausgehen am Ende als Sieger, irgendeiner von uns, und irgendeiner wird es ja gewinnen, dann ist klar, dass auch alle anderen mitziehen müssen.
Und ich glaube, dazu gehört dann auch, sich auf die Aufgaben zu konzentrieren und klarzumachen, worum es am Ende geht. Vielen Dank. Jetzt hatten wir die Dame hier vorne in der ersten Reihe, bitte. Ja, hallo erstmal. Hier spricht eine Putenbremerin, weil ich in Hannover leider nicht dabei sein konnte. Folgendes, ich möchte eigentlich gerne die Frage an alle Ja, ich möchte eigentlich die Frage an der gesamten SPD stellen. Ganz besonders aber an mein Team, Matthias Hirschel. Wollt ihr das Thema Inklusion und Barrierefreiheit, wie wollt ihr das hinkriegen? Vielen Dank für deine Frage. Vielen Dank für deine Frage. Wir haben ja mit dem Bundesteilhabegesetz den ersten wichtigen Schritt gemacht. Und Inklusion passiert vor Ort. Das heißt, man muss Kommunen weiter unterstützen und vor allen Dingen auch die Länder, meine ich, im Bereich der Bildungspolitik. Da braucht es ganz viele Investitionen und vor allen Dingen auch viele Lehrkräfte, viele Erzieherinnen und Erzieher. Dafür müssen wir die sozialen Berufe aufwerten. Ich bin dafür, nicht nur über eine bessere Bezahlung die Anreize zu setzen, sondern auch über Arbeitsbedingungen, wie im Bereich der Pflege, für den ich auch maßgeblich zuständig bin, im Bereich der Pflege zu sagen, Leute, Arbeitsbedingungen heißt zum Beispiel auch Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich. Das macht eine Attraktivität aus. Also im Bereich der Inklusion haben wir schon einiges gemacht, aber da muss man vor Ort noch sehr viel unterstützen. Vielen Dank. Okay. Die nächste Frage hatte die Dame dort hinten im mittleren Block. Du kommst gleich dran, geht gleich weiter. Jeder hat die Chance, seine Frage zu stellen. Bitte, an wen richtet sich deine Frage? Ja, meine Frage richtet sich natürlich an alle Teams. Ich stelle sie jetzt aber Christina und Michael. Sehr gut, vielen Dank. Wie wollt ihr eigentlich sicherstellen, dass es euch nicht genauso geht wie Martin Schulz, der ein super Programm hatte und am Ende von der Partei und von der Führung niedergemacht wurde? Vielen Dank für deine Frage. Ja, gute Frage. Erstmal hat sich, glaube ich, einiges geändert. Wir sind zusammen, wir treten zusammen an und wir stehen auch hinter der Idee einer Doppelspitze. Ihr könnt vielleicht sehen, dass wir ein echtes Team sind. Wir haben uns nicht einfach, ja, heute kann man es auch sehen, genau, das stimmt. Wir haben uns nicht einfach zufällig gefunden, sondern wir stehen zueinander und wir alle wissen, das ist eine riesengroße Aufgabe für diese Partei. Und es ist nicht so, dass wir keinen Respekt davor haben. Aber wir haben uns das sehr gut überlegt und deshalb wollen wir uns gemeinsam mit aller Glaubwürdigkeit und mit aller Leidenschaft, die wir haben, und vor allem mit euch, und das hat Lars ja gesagt, wir müssen uns alle hinter denen versammeln, die das am Ende auch schaffen. Und dann glauben wir, dass wir wieder für eine starke SPD kämpfen können. Dafür werden wir uns stark machen und deshalb finde ich das mit der Doppelspitze richtig gut. Und wir würden euch gerne 100% Kampmann Rot anbieten. Das heißt in meinem Falle, dass ich, sollten wir gewählt werden, ich auch mein Amt in der Bundesregierung aufgeben möchte, 100% für die SPD mit euch gemeinsam. Vielen Dank. Ja, die nächste Frage von dem Herrn hier vorne, bitte. Schönen guten Tag, mein Name ist Herr Baumann und ich richte mich an Herrn Scholz und ich möchte, dass er dafür sorgt, dass im gesamten Bundesgebiet überall Ladestationen für Elektrorollstühle eingerichtet werden. Denn man kommt nur immer eben um den Kirchturm und nicht weiter. Das finde ich eine sehr wichtige Forderung. Wir diskutieren gegenwärtig über die Frage Ladestation für Autos. Und wie schwer das vorangeht, sieht man ja. Deshalb kann man sich die Größe des Problems ungefähr vorstellen. Ich glaube, in Deutschland stehen gerade 26.000 Ladepunkte rum. Das ist viel zu wenig. Die Niederländer diskutieren darüber, 1,8 Millionen bis 2030 anzurichten. Und deshalb sage ich, man muss das tun. Man muss manchmal auch Schritte gehen, die ungewöhnlich sind. Als ich in Hamburg Bürgermeister wurde, war eine der ersten Entscheidungen, die ich getroffen habe, alle S- und U-Bahn-Stationen barrierefrei umzubauen. Den Plan gab es schon vorher, er war aber auf 100 Jahre gestreckt.
Und ich hatte das Gefühl, das ist vielleicht ein bisschen lang. Ich glaube, wir müssen uns solche Fragen auch kümmern, weil Inklusion ist sonst nur Gerede und das darf nicht sein. Vielen Dank. Die nächste Frage vielleicht von hier drüben. Dann der Herr hier vorne, bitte. Georg hier vorne in Rot, der Herr in Rot, genau. Vielen Dank. Meine Frage geht an das Duo Scholz und Frau Geiwitz. Frau Geiwitz, Herrn Scholz. Ich hatte gestern die Gelegenheit, in der Heute-Sendung einen Ausschnitt zu bekommen von Ihrer Veranstaltung in Bernburg an der Saale. Und es wurde dort ein wortwörtliches Zitat von Frau Geiwitz eingespielt, das da lautet, das Zitat, das sollen die uns im Westen erstmal nachmachen, Zitat Ende. Wie wollen Sie als Duo-Vorsitzende eine gesamtdeutsche SPD vertreten, wenn Sie durch solche Aussagen erspalten? Vielen Dank. Vielen Dank. Eure Erwiderung bitte. Mir geht es darum, dass wir gesamtdeutsch eine Partei sind, die wieder stolz auf sich ist. Und das war in dem Zusammenhang, dass jemand sagte, ja, die arme Ost-SPD, so wenig Mitglieder, der geht so schlecht. Und da habe ich gesagt, hey, ihr schafft mit ganz, ganz wenig Mitgliedern etwas, was es im Westen nicht gibt, nämlich, dass ihr in allen 5 Landesregierungen mit Verantwortung trägt. Die Ost-SPD ist eine erfolgreiche Partei unter absolut harten Bedingungen. Wer sich mal wie Petra hinstellt und mit den Anhängern und Demonstranten von Pegida redet, wer dahin geht, wo die Angst ist, wo die Leute wütend sind, der hat meinen vollkommenen Respekt. Und ich finde ehrlich gesagt, ich würde es dem westlichen Teil der SPD extrem gönnen, wenn wir auch überall in den Landesregierungen vertreten wären. Dankeschön. Bevor wir jetzt weitermachen, möchte ich noch mal ganz herzlich euch danken und auch Ihnen im Publikum, dass Sie sich so konsequent an die Redezeit halten. Das ist wunderbar, da können wir möglichst viele dran nehmen. Bitte jetzt auch nochmal der Hinweis, alle Kandidatinnen und Kandidaten zu befragen, die bisher noch nicht zu Wort gekommen sind. Das wäre wunderbar. So, jetzt aber da hinten eine Frage von der Dame da hinten, bitte. Ja, ja, Renate Meyer-Braun, ich bin auch schon 100 Jahre in dieser Partei und schätze Sie. Zunächst mal eine Feststellung über Gleichstellungspolitik haben meiner Erinnerung nach nur 2 Teams geredet. Finde ich leider sehr schade. Ich möchte jetzt aber eine konkrete Frage stellen an Gesine, die ist zwar schon gefragt worden, ich wage es trotzdem. Du hast als Einzige von Sicherheitspolitik gesprochen, jedenfalls das Wort erwähnt. Was verstehst du, verdammt nochmal, unter sozialdemokratischer Sicherheitspolitik? Erstens, wenn man unterscheidet zwischen sozialer Sicherheit und polizeilicher, militärischer und so weiter, meine ich, dass Sozialdemokraten für beide Bereiche etwas haben müssen. Und dass Sozialdemokraten denken, dass je sozial sicherer Menschen, Gesellschaften sind, desto weniger brauchen sie von dem anderen. Der zweite Punkt ist, dass wir bis jetzt gelernt haben, allein mit militärischer Sicherheit werden wir keinen Frieden stiften. Wir werden überall militärische Sicherheit haben müssen, aber es geht darum, Konflikte vorbeugend anzugehen. Und dazu brauchen wir, das ist mein dritter Punkt, als Sozialdemokraten meistens die Zivilgesellschaft. Gerade dort, wo Bürgerkriege sind, schaffen das nie allein staatliche Institutionen. Die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft, das vorbeugende Konflikt angehen, ist wichtig. Und der letzte Punkt ist die Frage der Waffenexporte. Wir haben dazu Regeln. Es ist oft schwierig, diese Regeln zu beachten. Ich will das nicht einfach so wegtuschen, aber wir müssen sie dann beachten und wir müssen darauf achten, dass wir nicht denken, Handelsbeziehungen sind wichtiger als Militärbeziehungen. Vielen Dank. Die nächste Frage von hier vorne, bitte. Ich habe eine Frage an Karl Lauterbach. Ich habe Ihnen die Frage schon mal in Berlin gestellt, bei dem Kongress Gleichheit der Friedrich-Ebert-Stiftung. Es geht darum, wie man sieht, ich bin Rollstuhlfahrer, bin seit 15 Jahren extrem in Pflege und höre jeden Tag von dem Personal um die Schwierigkeiten in der Pflege. Die beklagen sich darüber. Alle reden in Berlin über die Problematik der Pflege, bloß da rührt sich nicht weiter. Was bleibt? Was kommt denn nun der allgemein verbindliche Tarifvertrag? Da laufen noch in den Firmen dubiose Geschichten. Ich sage mal, ich war in Berlin, war versorgt und musste 2 Fremdsprachen sprechen können, um mich zu verständigen. Vielen Dank für deine Frage. Ja.
Vielen Dank dir. Zunächst einmal, du hast völlig recht, in der Pflege ist Folgendes eingerissen. Da werden mit den Bedürftigen, mit den Menschen, werden riesige Gewinne gemacht, wie übrigens in kaum einem Bereich der sozialen Sicherheit. Wir müssen die Rendite nach oben kappen, wir müssen eine Rekommunalisierung in der Pflege einführen. Ohne das wird es nicht gelingen, eine menschliche Pflege einzuführen. Und zum Zweiten, ich sage es ganz simpel, wenn wir die Arbeit, die in der Pflege geleistet wird, die ist großartig, das wird immer klein geredet, aber derjenige, der sich beklagt, der muss auch Folgendes bedenken, im Vergleich zu Skandinavien, im Vergleich zu den Niederlanden, geben wir gemessen am Bruttoinlandsprodukt nicht die Hälfte so viel für Pflege aus wie in diesen Ländern. Dass wir damit überhaupt so gut pflegen, geht nur durch die Selbstausbeutung der Beschäftigten. Das dürfen wir nicht länger hinnehmen. Wir müssen eine Vollkasko-Pflegeversicherung einführen und wir müssen den Eigenanteil der Angehörigen und Betroffenen, den müssen wir reduzieren und sofort deckeln. Vielen Dank. Hier vorne die Dame in Gelb, bitte. Hier vorne. Bitte nochmal der Hinweis, richtet auch eure Fragen an die Teams, die bisher noch nicht zu Wort gekommen sind. Vielen Dank. Moin, mein Name ist Maren Wolter und ich bin Fraktionsvorsitzende im Beirat Burglesum und bin bei den Stahlwerken Gewerkschafterin. Olaf und Clara, ich möchte euch gerne fragen, angesichts des Klimawandels steht unsere Grundstoffindustrie vor ganz großen Herausforderungen und wir müssen da eine ganze Menge schaffen. Und im internationalen Gleichgewicht droht der Wettbewerb, also es droht eine Schieflage. Was wollt ihr tun, dass wir da tatsächlich nicht nur Lippenbekenntnisse bekommen, sondern Taten, damit wir hier vernünftig saubere zum Beispiel Stahl produzieren können und die CO2-Reduktion vorantreiben können, ohne dass wir das Kind mit dem Bade auskippen und am Ende ohne Grundstoffindustrie und komplette Wertschöpfungskette dastehen. Danke. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass wir das, was heute teuer ist, billiger machen. Das gilt zum Beispiel für den Strom. Und wenn wir jetzt also über Bepreisung von CO2 diskutieren und wie man das richtig macht, dann ist ein Ergebnis, das dringend erforderlich ist, dass Strom billiger wird. Denn das führt dazu, dass die ganzen Möglichkeiten, die heute für solche Stahlwerke zum Beispiel dann da sind, besser genutzt werden können. Gleichzeitig, finde ich, müssen wir sicherstellen und die Bürgerinnen und Bürger auch entlastet werden. Das Zweite ist, wir müssen in die Wasserstoffwirtschaft einsteigen. Das ist unverzichtbar. Wir müssen das Stromnetz ausbauen, wir müssen dafür Sorgen tragen, dass es eine Zeit lang mit Gas funktioniert. Aber auf Dauer ist die Zukunftstechnologie, die sowohl für die Grundstoffindustrie als auch für viele Antriebstechniken unverzichtbar ist und für die Regelbarkeit unserer Energieversorgung, der Wasserstoff. Da müssen Milliarden investiert werden, auch mit öffentlicher Unterstützung und es muss viel geforscht werden. Das gehört zur Klimawende jetzt dazu. Dankeschön. Olaf und Clara sind bisher am meisten dran gekommen. Ich möchte euch bitten, wirklich eure Fragen jetzt nochmal zu verteilen. Und deswegen machen Olaf und Clara eine ganz kurze Pause. Und ich würde vorschlagen, der Herr in Orange, Sie hatten sich gemeldet, richtig? Genau, bitte Ihre Frage. Christina und Michael haben sich ja hier für die Vereinigten Staaten von Europa ausgesprochen und auch soziale Themen mit Europa verknüpft. Ich könnte diese Frage auch wieder an alle stellen. Ich stelle sie jetzt mal an Norbert und Saskia. Was ist eure Vision für Europa, wenn ihr eine habt? Wie sieht die aus? Ja, unsere Vision von Europa, die beinhaltet starke Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerrechte, ganz klar, starke Verbraucherinnen und Verbraucherrechte. Und deswegen glaube ich, dass wir an der Stelle noch eine stärkere Zusammenführung der Rechtslagen brauchen, damit wir eben auch einen durchgehenden Arbeitsmarkt haben können und nicht nur eine gut funktionierende Wirtschaft, die zwischen den Staaten guten Austausch hat. Und starkes Europa heißt für mich auch, dass Deutschland nicht nur die Rolle für die Gerechtigkeit einnehmen darf, wenn es selbst davon profitiert, sondern wenn es darauf achtet, dass das keine Einbahnstraße ist. Wenn wir also beispielsweise bei dem Ausweis, wo Unternehmen ihre Steuern zahlen, wo sie ihre Gewinne machen und wo sie ihre Umsätze machen, zögern, weil es ja sein könnte, dass möglicherweise auch ein deutsches Unternehmen anderswo zahlen muss, dann können wir nicht glaubwürdig für eine gerechte Verteilung in Europa eintreten. Vielen Dank. Die nächste Frage hier vorne. Okay, also meine Frage geht eigentlich auch direkt wieder an Norbert und Saskia. Und zwar das Thema der Klimakrise.
Es ist ja so, es wurde jetzt ja auch viel gesagt über Armutsbekämpfung und auch über Wohnflächen, Wohnbau etc. Und ganz oben drüber hängt ja auch immer noch dieser ganze Thema des Klimas. Und wie wollt ihr das machen? Wie soll eine sozialdemokratische Klimapolitik aussehen, die jetzt auch dann nicht wieder zulasten von den sozial Benachteiligten geht in diesem ganzen Konzept? Genau darum geht es. Wir dürfen uns nicht etwa dahin reißen lassen, das Klima zu verharmlosen, sondern es ist ein dringendes Thema und es ist genauso dringend, Fluchtursachen zu bekämpfen. Und woher kommt das? Wir haben Lasten in die Zukunft verschoben, auf die nächsten Generationen, die holen uns jetzt ein. Und wir haben Lasten in andere Teile der Welt verschoben, die holen uns jetzt ein. Und wenn wir nicht über die Verteilungsfrage reden, wenn wir nicht darüber reden, in welcher Weise oben und unten in unserem Land auseinandergedriftet ist, dann ist am Ende derjenige, der dann dran glauben muss, der Rentner, der Pendler, der Normalverdiener, die junge Generation. Und deswegen ist es so wichtig zu sagen, Klimapolitik, die wirkt, ist Verteilungspolitik. Fluchtursachenbekämpfung ist Verteilungspolitik. Das Ernstnehmen von Sorgen der Menschen für die Zukunft ist Verteilungspolitik. Und Herr Brinkhaus von der CDU hat als erstes über diese Veranstaltungen gesagt, die sollen über eines bloß nicht anschließend reden, über Verteilungspolitik. Vielen Dank. Die nächste Frage von der Dame da hinten. Ja, bitte. Ja, meine Frage richtet sich an Petra Köpping und Boris Pistorius. Und zwar in den ganzen Ortsvereinen sitzen ja vorrangig Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen ab 60 plus. Wie wollt ihr jetzt die junge Generation ansprechen? Und jetzt bitte nicht nur irgendwelche Floskeln, sondern ich denke, diese junge Generation muss wirklich motiviert werden, um sich zu engagieren. Die junge Generation ist auf der einen Seite teilzunehmen an unseren Prozessen. Das heißt, wir als Ältere haben unsere Erfahrung früher an die Jungen weitergegeben. Heute ist es in einer ganzen Reihe von Bereichen so, dass die Jungen uns in bestimmten Bereichen der Digitalisierung was vormachen. Und ich glaube, wir sollten sie in unsere Entscheidungsprozesse einbinden. Das Zweite ist, dass wir natürlich gerade in den ländlichen Ortsvereinen digitale Anbindung brauchen. Wir brauchen eine gute Infrastruktur. Ich sage sogar, die ländlichen Bereiche müssten die höchsten Internetanbindungswerte haben als die städtischen Bereiche, damit junge Leute dort leben und Teilhabe haben können. Es gibt neue Beteiligungsformen, das haben uns ehrlich gesagt die Piraten mal eine Weile vorgemacht, wie das funktionieren kann. Und das braucht junge Generationen, um zu sagen, wir wollen uns am Prozess der Gestaltung der SPD beteiligen. Und ich würde gerne ergänzen, wir haben zu viele junge Leute, die in der Partei sind, die in die Partei eintreten, die aber nach dem ersten oder zweiten Ortsvereinsbesuch die Nase voll haben und keine Lust mehr haben. Wir brauchen dringend lebendigere Arbeit in den Ortsvereinen. Das ist der entscheidende Punkt. Vielen Dank. Da hinten war die nächste Frage, bitte. Mein Name ist Bernhard Hauke. Ich bin 1972 eingetreten in die SPD wegen der Ostpolitik von Willy Brandt. Ich fand das ganz toll damals. Ich bin selbst in Breslau geboren, sozusagen heute Polen. Und ich habe jetzt eine Frage. Mich nervt total die Dämonisierung Russlands. Wir hatten 1989, die Idee eines Wirtschaftsraumes. Europa, vom Atlantik bis zum Ural. Wenn von Europa gesprochen wird, denkt keiner mehr an Russland. Finde ich unmöglich. Eine Frage an euch, Schwan, Stegner. Was wollt ihr gegen diese Dämonisierung von Russland tun? Und was wollt ihr tun, um die Freundschaft von Russland zu verbessern und zu vertiefen? Also an der Geografie hat sich ja nichts geändert. Was sich geändert hat, ist die amerikanische Politik. Und wir müssen für gute Nachbarschaft sorgen. Das tun wir übrigens, auch wenn es nicht jedem gefällt. Übrigens kann man das auch tun, ohne alles gut zu finden, was die russische Regierung macht, finde ich. Wir sind nicht für autoritäre Systeme, aber wir wollen in Frieden mit denen leben. Und man kann zweitens von Willy Brandt und Egon Bahr noch was Zweites lernen. Die haben nämlich gesagt, wenn wir nur auf die Umfragen gehört hätten, hätte es die Friedens- und Ostpolitik nie gegeben. Man muss das leidenschaftlich vertreten, was man richtig findet. Und das ist hier für Frieden einzutreten, für Abrüstung. Gegen den Wahnsinn mit der Aufrüstung. Wir wollen keine neuen Nuklearwaffen in Europa haben. Dagegen müssen wir uns wenden und wollen gute Nachbarschaftspolitik mit unseren russischen Nachbarn machen. Es ist ganz wichtig, dass wir uns unabhängig machen von den USA. Aber wir haben in der Grundwertekommission zum Beispiel mit Gernot Erler und anderen darüber gesprochen, wie können wir die Entspannungspolitik fortsetzen, auch wenn Putin zurzeit sehr viele Dinge gegen das Recht macht. Und da müssen wir schon auch nachdenken. Grundsätzlich ja, mit allen koexistieren und trotzdem den Unterschied auch deutlich machen. Vielen Dank.
Also nochmal wirklich ein großes Dankeschön an die Disziplin, die ihr hier alle an den Tag legt. Das ist super. Wir haben hier vorne die nächste Frage, bitte. Du hältst fest. Mein Name ist Peter Nowak. Ich bin Ortsamtsleiter im Bremen-Blumenthal. Ich weiß, Freunde, ich weiß. Ich habe eine Frage an Hilde und Dirk. Und die ist ganz spannend. Ich komme aus einem Stadtteil, der durch eine schwere Strukturkrise gegangen ist und wo das staatliche Geld fehlt, um diesen Stadtteil aufzupeppen. Bremen ist eine der Städte mit einer der höchsten Millionärsdichten in Deutschland. Und eine Abteilungsleiterin aus dem Finanzamt diskutiert mit mir gerne über die Frage der Vermögensteuer. Sie sagt mir, eine Vermögensteuer zu erheben, ist viel zu kompliziert, das schaffen wir nicht und das kriegen wir niemals hin. Hilde und Dirk, was habt ihr für einen Plan für die Erhebung der Vermögensteuer? Sehr schön, danke. Also zunächst mal müssen wir festhalten, dass wir nach dem USA, das glauben die wenigsten, wir haben nach dem USA die zweitungleichste Vermögensverteilung unter den Industrieländern. Das trifft im Übrigen auch für die Markteinkommen zu, weil die Ungleichheit in den letzten 20 Jahren dramatisch zugenommen hat. Ja. Das reichste 1% besitzt etwa ein Drittel des gesamten Nettovermögens. Das gesamte Nettovermögen beläuft sich auf 10 Billionen Euro. So, das heißt, wenn wir eine Vermögenssteuer einführen, dann trifft das die Reichsten der Reichen, die Superreichen. Ja. Und wir haben die Situation, du hast es beschrieben, wir haben eine grassierende öffentliche Armut in diesem Land. Ja. Die Daseinsvorsorge ist in allen Bereichen unterfinanziert. Und vor dem Hintergrund gibt es überhaupt keine Alternative dazu, meines Erachtens, als zu sagen, wenn wir diese öffentliche Armut überwinden wollen, müssen wir die Superreichen in diesem Land endlich besteuern. Aber das geht natürlich nicht mit dem Koalitionspartner, das ist auch vollkommen klar. Ja? Und das heißt, wenn man glaubwürdig sein will, muss man dafür dann auch kämpfen und die entsprechenden politischen Mehrheiten herstellen in diesem Land. Ich bin fest davon überzeugt, das können wir hinkriegen. Vielen Dank. Ich glaube, ich habe da vorne gerade jemanden übersprungen. Sie kommen gleich danach dran. Aber jetzt Sie, genau, bitte. Ich bin Saskia Kamp, ich bin seit 10 Jahren in der SPD und meine Frage geht an Boris und Petra. Ich bin hierher gekommen, um eigentlich nicht nur Programmatik hier zu diskutieren. Wir reden ganz, ganz viel über Inhalt, was ich spannend finde. Aber als eine Führung der Partei hätte ich gern eine Antwort auf die Frage, wie wollt ihr uns alle mitnehmen? Wie nehmt ihr 400.000 SPD-Mitglieder mit? Und wie nehmt ihr die Jungen mit, die arbeiten wollen, die sich einbringen wollen, aber die nicht partizipieren dürfen, weil so viele Alte auf bestimmten Positionen sitzen und sie überhaupt nicht die Möglichkeit dazu haben? Dazu höre ich von euch allen viel zu wenig. Danke. Danke für deine Frage. Ja, die Schwierigkeit ist, dass man ja nur 60 Sekunden hat, auf die Fragen zu antworten, die gestellt werden. Es wäre viel zu sagen und viel vorzustellen. Ich gebe dir in der Analyse völlig recht. Wir brauchen mehr Beteiligung durch alle Parteigliederungen. Und wenn ich vorhin gesagt habe, dass es junge Leute gibt, die keine Lust auf Ortsvereinsarbeit haben, so wie sie heute abläuft, dann heißt das nicht, dass die Ortsvereine irgendetwas falsch machen, sondern dass wir die Ortsvereine, die SPD von unten neu definieren, neu leben müssen. Wir müssen neue Instrumente finden. Und wie wollen wir die Partei führen? Wir sind uns einig darüber, dass das keine Kleinigkeit ist, sich als Team hier für den Parteivorsitz zu bewerben. Das gilt für jeden von uns. Das ist keine Kleinigkeit. Aber wir wissen auch, aufgrund unserer beruflichen und politischen Lebenserfahrung, dass wir uns das sehr wohl zutrauen, weil wir wissen, worauf es ankommt, nämlich auf Vertrauen, auf Teambildung, auf Zuhören übrigens auch, auf Beratungsfähigkeit. Man muss nicht alles wissen. Und man kann auch mal fragen und man darf auch mal sagen, nein, da habe ich jetzt keine Ahnung von. Ich finde, auch das gehört dazu im ehrlichen Umgang in der Politik. Und das wollen wir vorleben, wir wollen die Partei mitnehmen und wir wollen das tun, was wir am besten können, nämlich mit den Menschen reden. Vielen Dank. Nochmal meine Bitte, bevor die nächste Frage von hier oben gestellt wird, bitte auch die Fragen an die Teams richten, die noch nicht so häufig dran gekommen sind. Also bitte einmal hier vorn, bitte. Moin, Thomas Sanke, 13 Jahre in der Bremer SPD. Meine Frage geht hauptsächlich an Christina und Michael, an das jüngste Team. Wie steht ihr eigentlich zu dem weiteren Ausbau der E-Mobilität, speziell bei Autos? Danke für deine Frage. Ich glaube, dass wir alle Möglichkeiten nutzen müssen, um das Klima zu schützen. Und dabei spielt natürlich Mobilität eine ganz zentrale Rolle. Wir haben uns sehr stark konzentriert auf den Ausbau der E-Mobilität. Das hat bislang überhaupt nicht funktioniert. Alle Zielvorgaben sind gescheitert.
Ich würde deshalb viel stärker darauf setzen, dass wir den öffentlichen Personennahverkehr attraktiver machen. Und da haben wir konkrete Vorschläge gemacht. Einen kompletten Wegfall der Mehrwertsteuer für die Bahntickets, dass Pendlerinnen und Pendler deutlich entlastet werden, dass wir auch hier eine Umkehr in der Mobilitätspolitik erreichen. Ich glaube, eine einseitige Entlastung der E-Mobilität bringt nichts. Und ich finde auch andere Technologien sehr, sehr spannend. Und ich würde mehr Vertrauen setzen in die Innovationskraft unseres Landes, in unsere Tüftlerinnen und Tüftler. Und deswegen sollten wir uns nicht nur allein auf die E-Mobilität konzentrieren. Vielen Dank. Die nächste Frage kommt von dort. Dankeschön. Ich bin Steffi Dehne. Ich bin Ortsvereinsvorsitzende und Mitglied im Bundesvorstand der ASG. Meine Frage ist allerdings eine innenpolitische und geht an das Team Boris und Petra. Wir haben hier in Bremen den Vorstoß gemacht und haben Fußball-Risikospiele, die Kosten an die DFL gegeben. Und wir haben da mittlerweile, dank Uli Meurer, auch ordentlich Geld, was da sozusagen fließen kann. Allerdings ist die Lage in Deutschland, was dieses Thema angeht, auch politisch sehr, sehr unterschiedlich. Die SPD zieht da nicht an einem Strang. Und das, obwohl wir in der Bevölkerung extrem hohe Zustimmungswerte für diese politische Maßnahme haben. Und darum an euch die Frage, wie wollt ihr denn in Zukunft mit diesem Thema umgehen? Das ist eine sehr schöne Frage. Ich freue mich sehr darüber, weil es so ziemlich die einzige ist, bei der ich mit Uli Meurer unterschiedlicher Auffassung bin. Ja, das mag sein. Ich bin aber ehrlich, Leute. Ich sage es so, wie es ist. Ich bin VfL Osnabrück-Fan, nicht 96-Fan. Okay, jetzt gehe ich. Nein, Spaß beiseite. Es geht hier um viel Geld. Es geht um eine Argumentation, die geführt wird, Millionäre in kurzen Hosen, da wird so viel Geld verdient, dafür muss bezahlt werden. Die Argumentation kenne ich. Ich bin aber gleichzeitig auch zutiefst davon überzeugt, dass staatliche Aufgabe die ist, im öffentlichen Raum für Sicherheit zu sorgen. Wenn wir anfangen, dafür Rechnungen zu stellen, wenn wir anfangen, jemandem zu sagen, weil du eine Veranstaltung organisierst, bei der die Besucher auf dem Weg dorthin Randale machen und Geschäfte zerlegen, dann musst du dafür bezahlen, dann stellen wir das Prinzip des Gewaltmonopols des Staates in Frage oder machen es abhängig davon, wer dafür bezahlen kann. Denn wer wird denn am Ende bezahlen? Die DFL stellt die Rechnung an Werder Bremen. Am Ende werden die Eintrittspreise womöglich steigen. Und ich sage mal ganz deutlich, der Fußball ist nicht die Melkkuh der Nation. Die beiden Ligen und die Vereine zahlen zusammen 1,3 Milliarden an Steuern. Das sind Steuerzahler. Das sind Steuerzahler und deswegen ist es wichtig dabei, auch fair zu bleiben. Deine Redezeit ist leider vorbei. So, Boris und Petra haben jetzt mal eine kurze Pause. Sie hatten jetzt schon viele Wortbeiträge, von daher verteilt bitte eure Wortbeiträge auch an die anderen Teams. Und die nächste Frage vom Herrn dort hinten bitte. Ja, mein Name ist Ignacio Mendes und ich bedauere, dass ich jetzt nicht Petra fragen kann, weil doch meine Frage sehr direkt an Petra gerichtet ist. Ihr steht nämlich für mich für den gesellschaftlichen Zusammenhalt mit eurer Kandidatur, aber etwas mehr möchte ich hören zu den ganzen Menschen in unserer Gesellschaft, die wie ich einen Migrationshintergrund mitbringen. Und wenn ich mich hier so umschaue und überhaupt so die letzten 10 Jahre, das sah schon mal besser aus bei uns. Und da möchte ich doch noch einiges ein bisschen zu hören. Und schon konkret von Petra. Okay, aber wir haben jetzt, Petra, wirklich, wir haben jetzt schon ganz viel von euch gehört. Mein Vorschlag zur Güte, könnt ihr euch im Anschluss einfach kurz zusammentun und das bilateral nochmal austauschen? Sie haben wirklich einen sehr, sehr hohen Wortanteil. Wie bitte? Ach so, sucht ihr doch jemand anderes aus. Bitte. Ja, gut, dass doch, da Saskia was zugesagt hat, würde ich dann gerne Sie fragen. Super, ist nicht böse gemeint, aber ihr hattet wirklich schon einen sehr hohen Wortanteil. Wir wollen einfach Fairness für alle Teams haben. Saskia, bitte. Ja, ich will ganz deutlich sagen, dass ich das sehe wie du, dass die Integration in dieser Gesellschaft zurückgeht, dass wir viel zu stark auf Egoismen zurückgeworfen werden und dass auch die Integration derer, die schon in der dritten Generation hier leben, durch diese Art der Egoismen zurückgeht, dass sie wieder merken, ihnen wird misstraut, sie werden mit innerer Sicherheit in Verbindung gebracht, Migranten sind ein Problem, sowieso, Migration ist die Mutter aller Probleme, ja? Nee, Herr Seehofer ist der Vater aller Probleme. Der macht nämlich, dass die Gesellschaft auseinanderläuft.
Und deswegen müssen wir auch natürlich in der Partei dafür sorgen, dass integrierte Migranten, und das liegt übrigens nicht an euch, es liegt an uns, ob ihr migriert seid, an der Gesamtgesellschaft, dass die eben Teil unserer Partei werden, sichtbarer Teil unserer Partei, und dass wir natürlich auch nicht für euch Politik machen, sondern mit euch. Genauso wie nicht für die Jugend, sondern mit der Jugend. Und nicht für Frauen, sondern mit Frauen und den Osten. Den haben wir auch mit dabei. Danke, Saskia. Vielen Dank. Da hinten die nächste Frage, bitte. Ja, vielen Dank. Meine Frage richte ich mal an Karl und Nina, weil ich total begeistert war von dem Engagement. Das wünsche ich mir von Karl in jedem Interview, bitte. Und mein Problem ist, dass ich mich aber nicht entscheiden kann. Ich habe so viele Themen gehört. Hier Energiewende, CO2, Mobilität, Internet, alles Mögliche. Und wie wollt ihr, wenn ihr jetzt ein Team von euch an der Spitze seid, wie wollt ihr die anderen Themen mit integrieren? Arbeitet ihr dann weiter zusammen? Gibt es da eine zweite Ebene irgendwie? Frage. Ja, das ist schon so ein bisschen dem Format hier geschuldet. Also ich finde es selber bedauerlich, dass ich, auch wenn es mein Herz- und Magenthema ist, über Umweltschutz und Energiewende zu sprechen, dass bestimmte Dinge, andere Themen hinten runterfallen. Ich hätte jetzt auch gerne auf die Migrationsfrage geantwortet, weil es mich umgetrieben hat als Abgeordnete, dass wir da gerade ein Migrationspaket verabschiedet haben im Bundestag in der Großen Koalition, wo ich mit diesem Hau abgesetzt zum Beispiel nicht mitgehen konnte. Ich habe dagegen gestimmt. Weil da zum Beispiel Land auf, Land ab. Ich habe auch viel mit Unternehmern gesprochen, die sagen, wir brauchen händeringend Leute. Und zwar auch die, die hier schon sind, die gerne Sprachkurse machen wollen. Aber nein, wir schaffen es nicht, dass sie die Sprachkurse machen dürfen. Wir sprechen davon, dass wir ein Duldungsgesetz brauchen. Dann haben wir zwar ein Duldungsgesetz gemacht, aber so, dass es dann eben nicht gelingen kann, dass man schon in den ersten 11 bis 12 Monaten auch schon diesen Eintritt in den Arbeitsmarkt bekommt. Als ein Beispiel wollte ich dir das nennen. Wir können alle, ich denke, das gilt für alle Kandidaten, über sehr viel mehr Themen sprechen, als wir hier leider heute in den Minutenvorgaben ermöglichen können. Das bitte ich zu verzeihen. Vielen Dank. Dann hier vorne die nächste Frage, bitte. Ja, ich heiße Edeltrop Baumann und ich hätte an den beiden da ganz hinten eine Frage. Und zwar wurde... Christina, genau. Und Michael? Ja, genau. Super. Es wurde ja in den Vorwahlen ja gesagt, wegen der Mütterrente. Die Mütterrente ist um die Hälfte gesenkt worden. Ich kriege da einen Hals, wie ich das gelesen habe, dass die Mütterrente runtergegangen ist. Wir hatten das ausgerechnet, mein Mann und ich. Und ich muss schon sagen, es ist sehr, sehr traurig. Und dann hätte ich noch eine Frage. Eine Frage. Bitte konzentriere dich auf eine Frage. Und ich würde vorschlagen, die gestellte Frage beantworten Christina und Michael. Vielen Dank. Also von der Senkung weiß ich ehrlich gesagt auch nichts. Da würde ich aber auch anbieten, dass wir uns nach der Veranstaltung kurz nochmal treffen und darüber sprechen. Ich finde aber, dass du ein unglaublich wichtiges Thema angesprochen hast, nämlich das Thema Altersarmut von Frauen. Es wäre ja schön, wenn wir sowas wie die Mütterrente gar nicht brauchen würden, weil alle Frauen so gut verdienen und so viel arbeiten können, dass sie am Ende ihres Lebens, auch wenn sie Care- oder Sorgearbeit geleistet haben, eben gar nicht darauf angewiesen sind, dass sie irgendwelche Extras bekommen. Und dafür wollen wir uns stark machen. Deshalb habe ich in meinem Eingangsstatement auch gesagt, lasst uns die Lohngleichheit endlich beenden. Lasst es die Danke. Mein Korrektiv sitzt neben mir und lasst uns dafür streiten, dass wir eben nicht mehr diesen Gender Pay Gap von 21% haben. Ich möchte, dass Frauen im Alter genau die gleiche Rente bekommen wie Männer. Und das sollte die große Aufgabe der Sozialdemokratie sein. Wir treffen uns gleich um 16:30 und reden nochmal über die Mütterrente. Vielen Dank. Vielen Dank. Und die nächste Frage von hier vorne, bitte. Man kann den Herrn nicht hören. Ja, ich wird besser. Jetzt kann man ihn hören, danke. Ich möchte anknüpfen an Ralf Stegners Bemerkung vorhin, wir dürfen nicht hinter den Umfragen hinterherrennen, sondern müssen selbstbewusst mitreißend unsere Position vertreten. Daran mangelte es nach meiner Wahrnehmung jedenfalls in den letzten Monaten. Wenn es um die SPD ging, dann haben wir uns verteidigt gegen irgendwas oder haben was gefordert, was andere schon in der Diskussion strukturiert und vorstrukturiert haben. Und auch das Auftreten der schleswig-holsteinischen SPD war, glaube ich, nicht so sehr mitreißend, wenn ich das mal so formulieren kann. Darum meine Frage, wie stellt ihr euch das vor, das zu realisieren? Wie kriegen wir das mit dem Mitreißen hin?
Dankeschön. Also ich möchte ausdrücklich widersprechen, ich habe 12 Jahre diesen Landesverband geführt, der ist sehr mitreißend. Ne? Mitreißend ist da nicht Jamaika, was die da tun. Aber ich möchte mal sagen, mich ärgert wenig an meiner Partei, in der ich 38 Jahre mit bin. Aber wenn mich was ärgert, ist es manchmal der Minderwertigkeitskomplex, dass wir anderen gefallen wollen. Wir haben die meisten bürgerlichen Rechte eingeführt, nicht die bürgerlichen Parteien. Und die CDU gibt es schon, die brauchen wir kein zweites Mal in Nett. Sondern die SPD ist dafür da, Volkspartei Mitte-Links zu sein, mit den Positionen, die wir haben, und uns mit mächtigen Interessen anzulegen. Das ist nämlich so, wenn wir von den höchsten Einkommen und Vermögen mehr nehmen wollen. Und wenn dann gesagt wird, ja, dann wählen uns die Millionäre nicht mehr, dann sage ich unter uns gesagt, das haben die noch nie getan. Politik für die vielen zu machen, das ist unsere Aufgabe. Und zweitens vielleicht auch noch mitreißend heiß, wir müssen den Rechtspopulisten die Einfachheit in den Inhalten überlassen, aber bitte nicht die Einfachheit in der Sprache. Keine Technokratensprache, keine Plastiksprache, sondern die Menschen müssen verstehen, was wir wollen und wissen, wofür wir brennen und wofür wir uns leidenschaftlich engagieren. Vielen Dank. Die nächste Frage von der Dame dort hinten, bitte. Ja, Anna Greve aus dem Ortsverein Osterholz. Wir haben in Bremen die Situation, dass wir nach der Wahl in sehr, sehr vielen Beiräten die AfD haben. Und ich würde gerne die Frage an Christina und Michael richten. Wie denkt ihr, wie wollt ihr damit umgehen? Was wollt ihr für Ratschläge, Empfehlungen dafür geben, wie wir mit der AfD umgehen in den Gremien, wo sie eben auf einem leider demokratischen Weg gewählt wurden? Die SPD ist das älteste Bündnis gegen Nationalismus und Populismus. Das machen wir seit 1863. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn viele Menschen, die momentan Sorge um unsere Demokratie haben, auch ihr Zuhause wieder bei der SPD finden. Und deswegen würde ich gerne allen Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern und allen, die in der politischen Verantwortung stehen, zurufen: Mit uns wird es niemals eine Unterstützung von Rassisten und von Nationalisten geben, weder in Ortsbeiräten noch in Kommunalparlamenten noch im Bundestag. Mit uns wird es auch keine Wahl von einem AfD-Vizepräsidenten geben. Wir werden anständig und respektvoll mit denen umgehen, aber wir werden ihnen keine Möglichkeiten geben, ihren Hass und ihren Rassismus irgendwo zu verbreiten. Wir haben auch lange in der SPD-Fraktion im Bundestag darüber diskutiert. Und ich muss auch sagen, ich habe mich geirrt. Ich habe mich am Anfang auch geirrt, weil wir dachten, wir können sie irgendwie einhegen. Wir können sie nicht einhegen. Wir müssen sie mit unserem Engagement für die Demokratie bekämpfen. Tag für Tag. Vielen Dank. Also ich bin wirklich überwältigt von eurem Interesse und euren vielen Fragen. Also habt Verständnis, es sind so viele Handmeldungen. Ich versuche wirklich, alle noch zu Wort kommen zu lassen, sofern es mir möglich ist und die Zeit es hergibt. Aber manchmal drückt dann auch die Zeit und ich sehe nicht alle, aber wir machen jetzt erstmal weiter hier vorne rechts. Ich bin Gerd Ilgner, ich bin Genosse und meine Frage richtet sich an Nina und Karl. Für mich ist Arbeit mehr als Existenz. Erwerb. Für mich ist Arbeit ein besonderer Lebensumstand. Viele Landesverfassungen haben das Recht auf Arbeit in sich, unsere auch in Bremen. Daraus erwächst ja an sich ein staatlicher Anspruch, Arbeitsplätze zu schaffen. Inwieweit, Karl, Nina, könnt ihr das unterstützen, dass der Staat sich um Arbeitsplätze kümmert, um so gezielt gegen die Arbeitslosigkeit vorzugehen und den Menschen einen Sinn für ihr Leben zu geben? Vielen Dank. Also anfangen muss man natürlich damit, dass der ganze Bereich Daseinsvorsorge, Pflege, Krankenhäuser, all diese ganzen Bereiche, dass die auch tatsächlich so existieren, dass da Staatlichkeit drinsteckt. Also das muss in staatlicher Hand, dann sind da auch staatlich garantierte Arbeitsplätze. Das ist der Beginn. Aber es ist natürlich nicht das Einzige und wir müssen uns jetzt die Redezeit teilen. Das wollte ich als erstes gesetzt haben. Ja, ganz wichtig ist, ich bin selbst das Kind einer Arbeiterfamilie. Und mein Vater hat die gesamte Familie ernähren können mit einem Einkommen. Ich habe studieren können. Uns hat es an nichts gefehlt. In der gleichen Position, in der mein Vater gearbeitet hat, wäre das heute völlig unmöglich. Das heißt, wir brauchen Löhne, wo es auch den normalen Bürgern gelingt, die Familie so zu ernähren, dass niemand leidet und dass sich jeder entfalten kann.
Und außerdem, Arbeit ist mehr als bezahlte Arbeit. Dazu zählt auch das Ehrenamt. Wir müssen jeden so absichern, dass er auch im Ehrenamt leben kann, ohne Armut jetzt oder in Zukunft in der Rente zu befürchten. Vielen Dank. So, ich weiß, ihr wollt alle noch ganz dringend eure letzten Fragen beantwortet wissen. Ich würde vorschlagen, wir nehmen jetzt noch einmal kurz 3 Wortmeldungen dran. Und es tut mir leid, eure Teilnahme ist einfach wirklich überwältigend. Als Kompromiss würde ich vorschlagen, dass ihr dann einfach im Anschluss noch mal mit einzelnen Teams ins Gespräch kommt und eure Frage individuell direkt stellt. Also wirklich habt Verständnis, das Format ist begrenzt. Und von daher würde ich jetzt einmal noch der Dame hier vorne das Wort geben wollen. Ja, mein Name ist Gabriele Jäckel, ich gehöre dem Ortsverein Schönebeck an und ich möchte Frau Gesine Schwan fragen, hier, dass, um nochmal das Thema Mütterrente aufzugreifen, sind unsere Kinder, die vor 92 geboren sind, weniger wert als die Kinder, die alle nach 92 und sofort 3 Punkte erhalten? Denn wir erhalten bis jetzt nur 2,5 Punkte. Dankeschön. Ja, also ist ja ganz klar, die Frage war so gestellt, dass man sagt, nein, das ist natürlich klar. Und dass das eine Sache der Union war, ist auch allen klar. Die ganze Frage war, wie hätte man dagegen angehen, und man sagt es ja auch die ganze Zeit, dass das so nicht geht. Aber ich möchte das weiterfassen. Ich habe mich jahrelang für das, was ich partnerschaftliche Familie nenne, eingesetzt. Das heißt, Familienmodell, das auch von Manuela Schwesig und vorher schon Renate Schmidt vertreten worden ist, dass nämlich Männer und Frauen, Mütter, aber auch 2 Mütter oder 2 Väter, beide Familienarbeit machen und beide Berufsarbeit. Das ist absolut notwendig. Das heißt aber, dass der Normalarbeitstag im Grunde auf 80% runter muss, wie in Skandinavien, denn sonst delegieren wir alles auf irgendwelche Institutionen und haben nicht mehr Familie. Das heißt, ich gehe jetzt weiter von diesen Mütterrenten, das wir nicht gewollt haben, das uns aufgedrückt worden ist, das ich auch nicht verteidige, weiter zu einem Zukunftsmodell, wo diese Fragen nicht mehr stehen. Das heißt, wo Frauen und Männer, und das betrifft dann auch den Equal Pay, wirklich partnerschaftlich miteinander umgehen. Ich glaube, dass dieser Weg der Weg zur gleichen Partnerschaft ist. Wunderbar, vielen Dank. So, jetzt die letzten Fragen. Einmal hier vorne bitte noch. Mein Name ist Uwe Reismann. Meine Frage soll an Christina und Michael gehen. Ich hatte ungefähr vor 4 Wochen ein Gespräch mit meiner 19-jährigen Tochter und habe ihr erörtert, dass ich mich für den SPD-Parteivorsitz bewerben würde, was ich auch gemacht habe, aber leider sitze ich nicht bei euch, sondern sitze hier unten. Und ich habe mal austesten wollen und sie gefragt, was hältst du eigentlich von der SPD? Und ihre Antwort war darauf, was soll ich mit denen, die haben keine Themen für mich. Die Frage nun an euch beiden ist, wie wollt ihr quasi so einen naiven Spinner wie mich und meine Tochter motivieren bzw. einbinden, und zwar gerade, wenn sie nicht SPD-Mitglied sind oder wenn sie es doch sind, wie ich es jetzt dann doch bin, vor 3 Wochen bin ich eingetreten. Stellt sich für mich die Frage, wie wollt ihr das bewältigen, dass ihr im Grunde genommen diese junge Generation mitnimmt und diese Power mitnimmt, damit ihr entsprechend die SPD nach vorne bringt. Vielen Dank für deine Frage. Bitte schön. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch, Uwe. Wir freuen uns sehr, dass du die Entscheidung getroffen hast. Wir hätten dich auch gerne hier in der Runde gehabt, aber das vielleicht dann ein anderes Mal. Aber du hast eine ganz wichtige Frage gestellt, weil immer, wenn ich die Umfragewerte sehe, welche Partei eigentlich die wesentlichen Antworten auf die Zukunft unseres Landes hat, dann ist die SPD da immer ganz weit unten. Und da müssen wir wieder nach oben kommen, weil wir wollen ja für die Generation deiner Tochter Politik machen. Und deshalb ist das Thema Klimaschutz auch so unglaublich wichtig. Und Nina sagt immer, wir dürfen uns nicht mehr sagen lassen, wir wollen grüner werden als die Grünen. Und das finde ich richtig. Ich finde, wir müssen die jungen Menschen von Fridays for Future endlich ernst nehmen, weil es geht um ihre Zukunft und vor allem geht es um eine lebenswerte Zukunft auf unserem Planeten. Wir haben auch ganz konkrete Vorschläge gemacht, wie wir junge Menschen in unsere Partei einbinden wollen. Wir wollen eine Plattform für neue Ideen. Wir wollen, und das ist nicht überall beliebt, dass auch Listenplätze geöffnet werden für Menschen, die noch nicht Mitglied unserer Partei sind, denn wir wollen deine Tochter auch in der SPD sehen. Vielen Dank, Christina. So.
So, ich weiß, ich werde jetzt den Zorn aller auf mich ziehen, aber wir haben jetzt die letzten beiden Fragen. Bitte habt großes Verständnis. Das Interesse ist enorm und ich finde das wirklich phänomenal und fantastisch. Also wirklich nutzt gleich im Anschluss nochmal die Möglichkeit, eure direkte Frage an die jeweiligen Teams zu stellen. Jetzt nochmal die Runde offen für alle. Die vorletzte Frage deinerseits, bitte. Ja, ich kann, Kurt Schuster, ich kann meine Frage nur an Olaf stellen, weil er der Einzige ist, der sie dann entsprechend auch beantworten kann. Wir haben, ja auch doch, ihr werdet das gleich merken, wir haben eine fantastische Umweltministerin, die ein tolles Programm hat und auch entsprechende Gesetzesvorschläge macht. Und wir haben eine völlig unbrauchbare Landwirtschaftsministerin, die mit aller Macht versucht, das auf Freiwilligenbasis hinzukriegen. Meine jahrzehntelange Erfahrung mit der Politik ist freiwillig, funktioniert in diesem Land gar nichts. Solange wie man damit Geld verdienen kann, wird alles gemacht, was getan wird. Wenn sie sich jetzt nicht durchsetzen kann, es sind ja nur zwei Kolleginnen von dir, Olaf, würdest du als Vorstandsvorsitzender dieser Partei nun die Konsequenzen ziehen, auch wenn dann dein Ministersessel wackelt, oder würdest du dem Kompromiss zuneigen? Vielen Dank für deine Frage. Also zunächst mal stimme ich vollständig zu. Wir haben eine erstklassige Umweltministerin, die ganz tolle Programme macht. Und das ist wirklich immer wieder eine ganz harte Nummer, dafür zu kämpfen, dass sie sich auch durchsetzen kann. Zum Beispiel in den ganzen Landwirtschaftsfragen. Ihr habt das in den Medien verfolgt. Aus meiner Sicht müssen wir das auch weiter tun. Und ich glaube, dass es nicht sein kann, dass einzelne Bereiche sich jetzt in der Frage Klimawandel ausklinken. Das, was wir jetzt zu diskutieren haben, sind Sachen, die bewegen sich mit Wohnen und Mobilität, aber eben auch mit Landwirtschaft und Abfallwirtschaft und der kleinen Industrie. Und da muss was passieren und das gilt eben für diesen Bereich. Für mich ist ganz klar, wenn wir jetzt beim Klimaschutz nichts Vernünftiges hinkriegen, wenn wir jetzt bei der Grundrente nichts Vernünftiges hinkriegen, dann wird das natürlich eine Rolle spielen müssen für die Frage, wie bewerten wir die nächste Zeit. Das ist nämlich unser gemeinsamer Wille. Es geht nicht nur um das, was wir bisher geschafft haben, sondern auch um das, was wir noch künftig schaffen. Und diese beiden Themen sind zentral. Vielen Dank. So, und jetzt unsere letzte Frage des Abends hier vorne. Vielen Dank. Ja. Mein Name ist Dörte Liebetruth und es gibt leider politische Kräfte in unserem Land, die diese Gesellschaft spalten wollen. Und ich glaube, dass unser Land, aber auch wir als SPD, dann wieder stärker werden, wenn auch der Zusammenhalt gestärkt wird. Vor diesem Hintergrund ist meine Frage an Petra und an Boris: Wie wollt ihr auch aus eurer kommunalpolitischen Erfahrung raus in Zeiten des Klimawandels diesen Zusammenhalt wieder stärken? Danke für deine Frage. Es gibt dazu zwei ganz konkrete Antworten. Das eine ist, dass wir gerade in den Kommunen beginnen müssen mit dem gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das ist ein Beispiel, was wir aus Mechelen gelernt haben, dass dort ein Amt nicht zum Beispiel Ordnungsamt heißt, sondern Amt für gesellschaftliches Zusammenleben. Da fängt es an, dass man die Bedeutung dieser Notwendigkeit einfach darlegt. Und ich glaube, dass das, wenn wir das von unten nach oben deklinieren, das heißt die Landratsämter, die Länder. Ich habe zum Beispiel jetzt in den Koalitionsverhandlungen in Sachsen das Thema für ein Ministerium für gesellschaftlichen Zusammenhalt ins Spiel gebracht. Dann können wir dort ein ganzes Stück weiterkommen. Und dazu braucht es auch ein Demokratiefördergesetz. Das ist die eine Seite, also Zusammenhalt fördern, da wo er stattfinden muss, und gleichzeitig klare Kante gegen Rechtsaußen, klare Kante gegen Rechtsextremisten und Rechtspopulisten, klare Kante gegen die junge Alternative, zum Beispiel der AfD wie in Niedersachsen, wo sie sich aufgelöst hat, als wir verkündet haben, dass wir sie beobachten, genauso übrigens wie hier in Bremen. Das sind die klaren, konsequenten Maßnahmen, um die es geht, damit kein Raum bereit für diesen rechten Populismus und diesen Rechtsextremismus. Vielen Dank. Also das war eine wirklich spannende, abwechslungsreiche und tolle Diskussionsrunde hier mit euch und Ihnen allen im Saal. Ich danke sehr nochmal für die Rededisziplin, sowohl seitens der Teams als auch seitens der Fragenden hier im Publikum. Ja, wir sind jetzt bei unserem vierten Veranstaltungsteil angekommen, und zwar unseren Abschlussstatements. Jedes Team, jeder Kandidat, Kandidatin hat jetzt nochmal eine Gelegenheit, pointiert auf den Punkt zu bringen, warum Sie ganz speziell sich um den SPD-Parteivorsitz beworben haben. Und wir enden so, wie wir begonnen haben, nur in umgekehrter Reihenfolge. Die Redezeit beträgt in diesem Falle pro Team auch wieder 60 Sekunden. Und ich möchte an dieser Stelle herzlich Petra und Boris bitten, mit dem Abschlussstatement ihrerseits zu beginnen. Ja, vielen Dank. Petra und ich treten an, weil wir durch unsere
Sozialisierung in der Kommunalpolitik und der Landespolitik zu Anhängern der klaren Sprache und der klaren Kante geworden sind. Von uns gibt es kein Geschwurbel, kein Ausweichen. Wir nennen die Dinge beim Namen, weil das die Art und Weise ist, wie wir Politik gelernt haben. Wir stehen dazu, dass man Versprechungen machen muss, aber nur solche, die man glaubt, auch halten zu können. Wir nennen das einen ehrgeizigen Realismus, das, was auf kommunaler Ebene besonders gut funktioniert. Und schließlich halten wir es mit Egon Bahr, dem alten sozialdemokratischen Fuchs. Wir müssen die Welt nehmen, wie sie ist, aber wir müssen sie nicht so lassen. Und das Zweite ist, ich hatte es kurz angesprochen, ist das Thema Demokratie. Demokratie ist kein Pizzadienst, wo man auf den Knopf drückt und dann wird sie nach Hause geliefert. Und deswegen wird es unsere Aufgabe sein, die Menschen für die Demokratie zu aktivieren und zu begeistern. Und das ist ein Thema, was uns sehr am Herzen liegt, weil wir das von der Basis beginnen müssen und nicht von oben aufsetzen. Und deswegen meine Aufforderung in die Runde, macht das mit uns gemeinsam. Vielen Dank. Ich bitte nun Clara und Olaf um ihr Abschlussstatement. Olaf und ich wollen die SPD wieder zu einer stolzen Partei machen, zu einer Partei, die in diesem Land gebraucht wird. Wir kämpfen beide dafür, die SPD stark zu machen, damit es auch wieder andere progressive Mehrheiten in diesem Land gibt, die all das, was wir heute inhaltlich diskutiert haben, auch dann wirklich umsetzen können. Wir werben für euer Vertrauen als ein Team, was durchaus unterschiedlich ist, aus Ost und West, Mann und Frau und jemand mit unglaublich viel Erfahrung und jemand, der noch unglaublich viel vorhat. Die SPD ist als linke Volkspartei für unser Land unverzichtbar. Ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Gesellschaften und es gibt Gesellschaften, in denen zum Beispiel einige am Rand stehen und uns an den Infoständen fragen, um mich geht es ja nicht. Mir versetzt diese Aussage jedes Mal einen Stich. Und ich sage deshalb ausdrücklich, wir müssen dafür sorgen, dass es ein gemeinsames Projekt gibt, von denen, die bei Aldi arbeiten und die eine Theaterdirektorin sind, von denen, die in einer Kfz-Werkstatt arbeiten und denjenigen, die irgendwo Ingenieure sind. Nur wenn wir das nicht gegeneinander, sondern als gemeinsames, fortschrittliches Projekt machen, werden wir so stark, aber dann hält die Gesellschaft auch zusammen. Vielen Dank. Als Nächste ist, bitte ich Saskia und Norbert um ihr Abschlussstatement, bitte. Wir haben so viele Sozialdemokratinnen, die bei Fridays for Future mitmachen, die in der Gewerkschaft mitmachen, die in Kirchengemeinden mitmachen und die haben viel zu oft faule Kompromisse zu vertreten, die in Berlin gemacht worden sind und die ihnen da entgegenschlagen. Und deswegen geht das weiter so nicht. Wir müssen einen besseren Zusammenhalt haben zwischen oben in der Partei und der Basis. Wir müssen dafür sorgen, dass wir auch die Wirtschaft, dass wir Menschen mitnehmen, die vielleicht die Solidarität gar nicht unbedingt brauchen, die sie aber zu geben bereit sind. Und wenn wir das schaffen, mit Rückgrat, mit Erfahrung und mit Leidenschaft, dann haben wir eine Möglichkeit, wieder groß zu werden. Und die drei Komponenten, die bringen wir mit. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, nur noch ganz kurz. Wir alle gemeinsam haben heute eine großartige sozialdemokratische Erzählung gehört, aus euren Fragen, aus euren Statements, aus unseren Antworten, finde ich jedenfalls. Wie bekommen wir es hin, dafür wieder eine soziale Bewegung zu sein? Nur gemeinsam, und dafür wollen wir auch stehen. Vielen Dank. Danke euch. Als Nächstes bitte ich Nina und Karl nach vorn. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, wir müssen es schaffen, die Abhängigkeit von den fossilen Ressourcen schnellstmöglich zu beenden. Wir geben in Deutschland über 80 Milliarden Euro jährlich nur für den Import fossiler Ressourcen aus. Wir müssen weg von einer auf Profit und Tierquälerei ausgerichteten Landwirtschaft. Wir müssen sozial-ökologischen Aufbruch wagen. Nur mit uns als Original kann man das leisten. In diesem Sinne wünsche ich uns, dass wir in diese Richtung stark werden. Wir haben heute wieder sehr viele gute Vorschläge von euch gehört und auch Vorschläge hier vorgetragen. Wir sind übrigens aus meiner Sicht ein Team. Das ist nicht der Punkt. Wir haben aber auch einen Unterschied. Ich sage ganz einfach, hier wird kaum jemand einen Vorschlag in Erinnerung bringen, der heute gekommen ist, der in einer großen Koalition durchsetzbar wäre. Daher müssen wir im Bund diese Koalition enden und ich stimme auch nicht zu, dass wir dann in die Opposition gehen. Wir sind stark, die Mehrheiten sind da. Wenn wir uns an die Spitze dieser Bewegung setzen, dann können wir es schaffen. Ich bitte Hilde und Dirk bitte als Nächstes nach vorn. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, Hilde und ich, wir wollen wieder mehr Sozialdemokratie wagen. Wir haben eine 150-jährige Geschichte als Partei und wir haben Seite an Seite mit den Gewerkschaften diesen Kapitalismus zivilisiert. Aber unsere Mission ist noch nicht beendet.
Das 21. Jahrhundert braucht eine starke Sozialdemokratie. Dieser Kapitalismus, in dem wir leben, zerstört unsere Umwelt, gefährdet unsere Demokratie und spaltet die Gesellschaft. Deswegen ist unsere sozialdemokratische Erzählung die, dass unsere Partei diesen Kapitalismus wieder zivilisieren muss. Das ist die sozialdemokratische Aufgabe. Und dafür, liebe Genossinnen und Genossen, brauchen wir Mut. Nicht den Mut der Verzweiflung, sondern den Mut der Zuversicht. Und dieser Mut der Zuversicht kommt dann, wenn wir uns einig sind in unseren Zielen. Wenn wir unser Koordinatensystem wieder gerade rücken. Wenn die Bevölkerung wieder weiß, wie wir abstimmen und wir nicht von Zufällen abhängig sind. Und wenn wir uns unserer Sache wieder sicher sind. Das sollten wir hinkriegen, gemeinsam. Vielen Dank. Christina und Michael. Liebe Genossinnen und Genossen, jetzt ist es an euch. Das ist euer Prozess und den sollten wir uns auch von nichts und von niemandem schlecht reden lassen. Wir sagen euch, wir wollen nicht nur Parteivorsitzende werden, sondern wir wollen das auch bleiben. Und wir wollen euch heute eins versprechen. Mit uns wird es keine altklugen Ratschläge von der Seitenlinie geben, wenn wir es irgendwann nicht mehr sind. Und wenn wir uns hier umschauen, dann sehen wir auch, dass diese Partei das überhaupt nicht nötig hat, weil wir heute eine lebendige Partei erlebt haben, voller Ideen und voller mitreißender Energie. Genau das müssen wir doch fördern. Und deshalb sagen wir, unsere Sozialdemokratie, die braucht mehr Bremen, wagen und winnen. Das muss auch der Slogan der SPD sein, denn nur wenn wir gemeinsam den Aufbruch wagen, nur wenn wir gemeinsam den Aufbruch wagen, dann gewinnen wir auch wieder Wahlen, liebe Genossinnen und Genossen. Und wir freuen uns, das mit euch gemeinsam zu tun. Herzlichen Dank. Christina hat recht, Leidenschaft. Dankeschön. Ja, und jetzt bitte ich nochmal Gesine und Ralf für ihr Abschlussstatement nach vorn. Wir sind angetreten, weil wir wieder Vertrauen für die Sozialdemokratie gewinnen wollen in der Gesellschaft über die SPD hinaus, damit sie eine starke Kraft wird. Stichwort für uns ist dabei Partnerschaftlichkeit. Wenn wir das schon zusammen praktizieren, ist schon ein Schritt getan. Aber wir wollen das auch mit, und das tun wir, und das, wir wollen das mit der gesamten Partei machen. Unser Führungsstil wird partnerschaftlich sein. Und die Frage vorhin, wie wir denn junge Menschen gewinnen oder wie wir andere gewinnen in dieser Partei, ist eine Frage des partnerschaftlichen Diskurses, dessen, ob wir uns gemeinsam darüber unterhalten. Wir schlagen vor, dass wir auch in die Ortsvereine die Frage bringen, dieses gemeinsam zu erstricken, was ist unser gemeinsamer Kompass? Und was wir brauchen, ist Standfestigkeit, Kampfkraft und Teamgeist. Von Werder Bremen war schon viel die Rede. Man kann nur gewinnen, wenn du einen Linksaußen, Rechtsaußen, Mittelstürmer hast, der Ball aufs gleiche Tor schießen, das Gegnerische. Dafür wollen wir wieder sorgen, dass das passiert in unserer Partei. Dann gewinnen wir nämlich auch. Dafür brauchen wir eure Unterstützung. Vielen, vielen herzlichen Dank allen Teams hier auf der Bühne. Und vor allen Dingen vielen, vielen Dank für Sie hier, für euch. Ihr wart ein ganz wunderbares, ein ganz hervorragendes Publikum. Ich hoffe sehr, ihr konntet euch ein gutes Gesamtbild verschaffen. Und denkt auch daran, euch bitte noch für die Online-Abstimmung zu registrieren. Das alles ist noch möglich bis zum 19.09. auf unserer Homepage unsere.spd.de. Und alle, die noch überlegen, Genossen zu werden, ihr habt noch Zeit bis zum 16.09. Alle bis zum 16.09. eingetragenen Genossen und Genossen können noch mit abstimmen. So, die Kandidatinnen und Kandidaten rasen jetzt gleich weiter. Morgen geht es weiter in Hessen in Friedberg. Und euch, Ihnen allen wünsche ich einen wunderschönen Sonntagabend. Vielen Dank, dass Sie heute hier waren. Ich habe das super gemacht. Das